Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Es gibt ungeahnte Neuigkeiten. Der 1. FC Köln betritt Neuland. Der 1. FC Köln gewinnt nach 18 Spielen des Darbens seit Februar 2020 sogar endlich mal wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga. Boah, das wird uns jetzt eine Folge lang, glaube ich, tragen, uns genug Endorphine geben bis zum nächsten Wochenende. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt grundlegend besprechen. Marco, wie sehr bist du noch im Freudentaumel? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Laune hat sich seit Samstag jetzt nicht sonderlich abgeschwächt. Die letzten Male Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen, war teilweise eher mehr Krampf als Freude. Das ist jetzt zum ersten Mal wirklich anders. Das macht einfach mehr Spaß. Und dann denkst du dir so, ja, Wahnsinn, wie lange das jetzt schon ist. Und ich meine, wenn man dann mal zu anderen Bundesligisten guckt, da sieht es ja noch schlimmer aus. Also, ne, liebe Grüße nach Schalke. Da möchte ich gar nicht dran denken. Aber wie gesagt, das... vor allem, wenn es dann auch noch so unverhofft kommt, weil ich glaube, mit dem Sieg hatten die wenigsten gerechnet, glaube ich, realistisch gesehen. Genau. Ja, und endlich dieses gute Gefühl, wir müssen nicht mehr, wenn bei DAZN die Zusammenfassung kommt, ganz schnell die Fernbedienung finden und wegschalten, sondern wir können uns zurücklehnen, es angucken, laufen lassen, entspannen, Sportstudio einschalten, aktuelle Sportschau einschalten, alles über uns ergehen lassen, weil es ist wunderbar. Ich habe die Zusammenfassung 5-mal gesehen, der Highlights. Du wahrscheinlich auch. Und wir werden herausfinden, wie oft unser Gast sie gesehen hat. Das wird er uns gleich selber erzählen können. Wir haben ihn da, ihr kennt ihn schon von der Zeit vor den Geisterspielen. Die letzte Folge vor Beginn der Geisterspiele haben wir mit ihm gemacht. Und jetzt den ersten Sieg in der Geisterspielphase. Also ich würde sagen, da schließt sich ein Kreis. Bei uns ist der Vorsänger der Südkurve, der Capo der wilden Horde, der Stefan der Schell. Moin Schell, grüß dich. Hi, grüß euch beide. Hi. Nimm uns noch mit in dein Gefühlsleben. Typische Frage nach dem Spiel, was fühlen Sie? Wie fühlen Sie sich? Ja, mir geht's ganz gut. Also ich habe irgendwie sehr viel am Samstag gelacht. Ich habe das Spiel auch gesehen. Aktuell ist es so, also in der letzten Saison oder in der Rückrunde der letzten Saison habe ich ja dann weniger den Fokus auf den Profifußball gelegt. Das ist zwar aktuell irgendwie immer noch nicht ganz natürlich so, geht ja auch gar nicht, wie es vor Corona der Fall war. Aber klar, natürlich, also ich meine, ich kann jetzt hier nicht den 1. FC Köln von der Festplatte löschen und so tun, als wenn es den nicht mehr geben würde, das funktioniert nicht. Und es ist natürlich so, dass ich mir die Spiele, also ich bezahle nicht dafür, aber ich habe trotzdem Möglichkeit, mir die Spiele anzugucken. Und ist dann natürlich schon durchaus noch so, dass mein Blut vielleicht sogar noch nicht mehr am Kochen ist, aber es ist schon so, dass ich es natürlich klar verfolge und das Herz ist am Pochen. Das war am Samstag so, man geht in so ein Spiel natürlich auch dann entsprechend rein, denkt, man kriegt die Reise des Lebens und dann, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass der 1. FC Köln noch zwei Standardsituationen überhaupt, also direkt zweimal hintereinander sogar ein Tor gemacht hat und 2-0 in Führung gegangen. Also ich glaube, da war ich noch nicht auf der Welt. Dominik also, Maro gegen Leverkusen. In der Tat. Also ja. Aber auch in der Standardsituation, ja. Oder was? Ja. Zwei wow. Kopfball-Ecken. Ja, das war auch schon ein paar Jährchen her. Ja, also wie gesagt, das war dann also nach einer Eckball und also nach einer Ecke dann noch jedes Mal und dann stand er dann auch irgendwie richtig und also ich habe wirklich auch wenn es natürlich ganz was anderes ist wie Stadion und wenn es auch irgendwie einem dann widerspricht, wenn man sich diese Scheiße im Fernsehen anguckt, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber man ist und bleibt FC-Fan, wäre ja irgendwie traurig, wenn es nicht so wäre. Und irgendwie habe ich dann, ich kam den ganzen Samstag nicht mehr aus dem Lachen raus. Ich war echt kurz davor, zum Betonauto zu fahren und überall die Leute zu fragen, wo sie eigentlich sind. Aber ich habe es dann doch gelassen. Ja, also ich hatte ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Ich muss ehrlicherweise sagen, das war das erste Spiel dieser ganzen beschissenen Corona-Zeit, wo ich was gefühlt habe.
wo ich in der 95. hier auf- und abgetigert bin durchs Wohnzimmer. Ich hatte den einen erlaubten Haushalt dabei, der mit dem Spiel mit mir zusammen geschaut hat. Wir sind beide wie die Tiger im Käfige auf- und abgetigert, haben den Apfel herbeigebrüllt quasi. Und dann kam mir noch diese Mega-Chance von Erling Haaland in der 95., wo wir beide schon den Kopf im Kissen vergraben haben. Das war das erste Mal, dass ich in dieser Corona-Zeit überhaupt was gefühlt habe beim Fußballschauen und es nicht nur über mich habe ergehen lassen, halt wie so ein Boxer, der eh schon K.O. ist und noch stehen bleiben muss. Ja, es fühlt sich halt irgendwie immer noch nicht so ganz richtig an, das ist klar. Ne? Also das ist gar keine Frage, es ist eine komische Geschichte. Man weiß immer noch nicht, wohin der Profifußball gehen soll und es ist irgendwie eine ganz komische Nummer, auf jeden Fall. Aber ey, ne? Also ich kann hier nicht pfeifend durch den Wald spazieren und so tun, als wenn nichts wäre. Das funktioniert nicht und insofern, klar, ne? Also es zu fühlen, das könnte ich jetzt nicht so sagen, weil das ist schon Stadionerlebnis ist und bleibt nicht zu ersetzen, kann man auch nicht ersetzen. Aber na klar, dann bist du vom Fernsehen und dann auf einmal schießt der FC mal ein Tor und geht dann mit 2-0 auf einmal in Führung. Und ich habe mir dann in der Tat auch beim zweiten Tor irgendwas verrenkt. Das tut mir immer noch weh. Ich bin da mittlerweile auch in einem entsprechenden Alter. Also es ist halt irgendwie, einerseits tue ich mich ein bisschen was schwer, dann irgendwie dieser aktuellen Situation irgendwas beizutun oder zu sagen, ey, das ist cool, so wie es läuft, gar keine Frage, das ist immer noch alles scheiße und der Fußball hat sich da irgendwie immer noch sehr, sehr schlecht verhalten in dieser gesamten Situation. Aber ich kann ja nichts, also ich kann ja jetzt hier nicht so tun, als wenn ich jetzt hier der große Wertezampano bin und gucke mir dann geheimlich die Spiele an. Das stimmt nicht. Es gibt sicherlich viele aus der Szene, die sich die Spiele angucken, wenn auch immer mit einem kritischen Auge in jeglicher Hinsicht. Und wenn der erste FC Köln gewinnt, um Gottes Willen, dann ist klar, ey, dann habe ich natürlich einen schönen Tag. Das ist doch gar keine Frage. So, und das wird auch immer so bleiben. Genau, also wenn wir dich schon hier haben, werden wir gleich auch nochmal ganz genau auf das ganze Drumherum eingehen. Wir wollen aber erstmal ein bisschen in das Spiel jetzt einsteigen, uns das Spiel auch würdigen für die Leistung, die Mannschaft da gebracht hat. Ich würde gerne mal vorne anfangen bei der Aufstellung oder den Sachen, die zur Aufstellung geführt haben. Es kamen ja erstmal ein paar Hiobsbotschaften rein, nämlich dass Mire, Modeste, Hector und Anderson ausfallen würden. Man weiß nicht genau, ob da auch ein bisschen Schonung vielleicht bei war bei Anderson oder ob der wirklich richtig verletzt ist, ob das Knie reagiert hat oder irgendwas. Und die Aufstellung las sich ja erstmal, naja, interessant. Ne? Mit Sava Cestic hat ein ganz, ganz junger Mann, der noch nie Bundesliga gespielt hat, sein Profidebüt gefeiert, von Beginn an gegen die ganzen Turbo-Offensiven da gegen Dortmund. Auf einen Stürmer wurde komplett verzichtet. Es gab so eine hängende Spitze mit Duda und mit Jakobs, der nachstoßen sollte, aber kein Fokusstürmer. Und da wäre meine Frage an euch beiden Jungs: Was habt ihr denn vor dem Spiel erwartet, wie das gehen würde, als euch die Aufstellung bekannt wurde? Puh, schwierig. Also ehrlicherweise habe ich gedacht, oh, das Spiel, das wird für Dortmund eine easy win. Die Dortmunder spielen 5 Minuten konzentriert, dann steht es 1-0 und dann läuft es halt für Dortmund und ich habe wirklich nicht so viel Emotionen eigentlich am Anfang in dieses Spiel reingelegt, weil ich gedacht habe, so, ja, also machen wir uns nichts vor, wir sind der 1. FC Köln, wir sind aktuell nicht in der Form, wo wir sagen können, wir können es mit jedem Gegner aufnehmen, ganz im Gegenteil. Haben jetzt auch nicht die Spieler, die jetzt mit breiter Brust da auftreten können und wenn du dann da wirklich die Offensive des BVB dir anguckst, dann denkst du dir so, ja, okay, wie sollen wir das mit unseren aktuellen Mitteln beheben und ja, und dann laufen so die ersten Minuten und du denkst dir so, okay. Und wie gesagt, nach dieser Riesenchance von Sancho, die da an die Latte geht, habe ich gedacht, ja, genauso wird es laufen, aber dann hat der FC sich ja doch ins Spiel gegroovt, kann man so sagen. Und hat es dann wirklich gar nicht so verkehrt gemacht. Ja, das wäre so eine typische Szene gewesen, wo der FC in den Spielen davor in Rückstand gegangen wäre, ne, bei dieser Sancho-Chance. Das wäre normalerweise genau die 4. Minute, wie so gerne wir uns mal Tore fangen. Wir denken da an Hoffenheim oder so. Habe ich also auch gedacht, oh Gott, ne, jetzt, wenn der schon so frei zum Schuss kommt, das war, glaube ich, so der einzige Stellungsfehler von Cestic im ganzen Spiel gefühlt. Der zweite. Aber dann kam es ja ganz schnell ganz anders.
Wir sind da ja relativ schnell in Führung gegangen dann tatsächlich. Und hinterher kam ja raus, das war eine Eckball-Variante, die André Pawlak mit der Mannschaft einstudiert hatte. Eine kurze, also Ecke kurz auf den kurzen Pfosten. Wolf verlängert in den Rückraum, wo am langen Pfosten der völlig blanke Elias Skiri steht. Hinterher gab es ein paar Stimmen auf Twitter, die meinten, das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen, weil Cestic nämlich Erling Haaland komplett wegcheckt. Was sagt ihr dazu? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt, also ich weiß, dass Cestic ihm, glaube ich, so ein bisschen in den Rücken reinspringt, weiß aber nicht, wo da der Ball ist, ob der Ball da schon an ihm vorbei ist. Ja, also ich glaube, Haaland hätte an den Ball kommen können, muss man der Wahrheit genügend sagen. Oh. Vielleicht haben wir dann einfach mal ein bisschen Glück gehabt. Ja, glaube ich nämlich auch. Das wird uns eh noch ein bisschen im Spiel jetzt verfolgen, das Thema Glück. Ne? Gab danach ja auch noch eine große Chance von Haaland, wo er von Reus gut freigespielt wurde. Und wo Zichos, glaube ich, ein bisschen wenig auf dem Posten ist. Aber das verzieht Haaland dann und schießt rechts am Tor vorbei. Das war wieder so eine Szene, wo ich dachte, ja, jetzt, ne, so langsam nimmt das Unglück seinen Lauf. Aber so kam es ja nicht. Auch weil, und das muss man jetzt hier mal sagen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, auch weil die Mannschaft einfach eine wirklich sensationelle Leistung gebracht hat für ihre Verhältnisse. Die sind ja gelaufen ohne Ende. Wir hatten irgendwie 10 Kilometer mehr als Dortmund am Ende. Und bei 11 Spielern, also 10 Feldspielern, sind 10 Kilometer ja quasi ein Spieler mehr auf dem Platz. Ich fand auch, Thomas Meunier kam mit Iso Jakobs zu keiner Zeit zurecht. Der wurde von dem jungen Mann richtig, ja, man kann sagen, vernascht. Hat echt mal gezeigt bekommen, dass die Bundesliga eben nicht die Ligue A ist, wo man vielleicht mit ein bisschen weniger Tempo noch durchkommt. Ja, also insgesamt muss man sagen, in der ersten Halbzeit eine wirklich gute Leistung der Mannschaft. Das kann man durchaus so sagen. Also wieder erwartend nicht so massiv viel für den BVB zugelassen. Also dass du so Spieler wie Haaland, Sancho, Reus nicht über 90 Minuten komplett kalt stellst, dafür sind wir der FC. Aber ich finde, zum ersten Mal, glaube ich, irgendwie auch in dieser Saison, habe ich so das Gefühl gehabt, dass da jeder für den anderen den Meter mehr geht. Also wir hatten durchaus mal Szenen, wo, weiß ich nicht, ein Spieler nicht vielleicht ganz richtig steht, dann ist aber auf der Seite jemand anders noch, der mit einspringt. Ob das Skiri war oder ob das einer der beiden Innenverteidiger oder der drei Innenverteidiger war oder ob es dann einer der Außen war. Ich hatte immer das Gefühl, dass das im Gegensatz zu den anderen Spielen nicht dieses ja, ich habe jetzt meinen Teil gemacht und jetzt mach du mal deinen Teil, sondern dass man wirklich auch als Mannschaft aufgetreten ist. Ja, man merkt ja auch, wenn es in der Mannschaft läuft, dann läuft es ja auch individuell bei jedem einzelnen Spieler wiederum ein bisschen besser. Dann spielt auch ein Jan Thielmann ein bisschen weniger Fehlpässe als zuletzt. Wobei, wie gesagt, der ist 18, dem machen wir hier überhaupt keinen Vorwurf, keine Frage. Dann kannst du auch einen Jannis Horn gegen Erling Haaland reinstellen und der macht die Sache gut und bringt so noch eine gute Grätsche. Dann ist ein Bornau wieder auf der Form vom Vorjahr und nicht mehr bei dieser Form, die er bis jetzt gezeigt hatte in den jetzigen Spielen dieser Saison. Und dann hält sogar ein Timo Horn einen ja fast schon unhaltbaren Schuss da am Ende von Hummels. Den musst du erstmal so rauspflücken, ne? Jetzt, wir springen mal ganz weit in die zweite Halbzeit. Den musst du erstmal so rauspflücken, den Ball. Das, wie gesagt, Timo Horn fand ich in den letzten Spielen, das haben wir ja auch schon gesagt, in den letzten Aufnahmen deutlich verbessert. Das war wieder okay. Das war wirklich wieder okay. Ich fand es sogar mehr als okay. Ich fand es mal richtig gut. Er hat einen Freistoß mal nach vorne prallen lassen, wo ich Angst bekommen habe, dass da irgendeinen Abpraller sich nimmt als Nachschuss, wie beim Elfmeter von Kruse. Aber zum Glück haben da die anderen aufgepasst und eben nicht, wie beim Elfmeter von Kruse, schon abgeschaltet. Also das war das, was du gerade meintest, von wegen der eine macht die Fehler des anderen wieder wett. Ja, genau. Aber ansonsten Horn, super. Also wie er den am Ende rausfischt von Mats Hummels, ja, zu Recht in der Kicker-Elf des Tages, würde ich sagen. Jo, kann man so sagen, ja. Cestic, geile Sau, oder? Ja, also wenn man überlegt, dass das sein Profidebüt war, war das schon wirklich gut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie große Wackler gesehen.
wie gesagt, ganz am Anfang bei dieser Chance von Sancho, da steht er ein bisschen weit weg, aber mein Gott, da hätte auch jeder andere unser Abwehrspieler weit wegstehen können. Also das mache ich jetzt gar nicht ihm zum Vorwurf. Also das war schon eine sehr, 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 sehr gutes, ein sehr, sehr gutes Profidebüt. Da kann man nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er grobe Patzer drin hatte. Und wenn, selbst wenn er den Ball irgendwie im Bedrängnis hatte, war das immer ein klarer Ball nach vorne. Und selbst wenn er nur einfach rausgehauen wird, das war schon sehr gut. Das haben wir schon schlechter gesehen. Ja, absolut. Du musst eigentlich sagen, was ich finde auch bemerkenswert, was der mit seinen, wie alt ist der? 20, 21? 19? 20, 20? glaube ich, Ja. ja. Was der mit seinen 20 Jahren für eine Ruhe ausstrahlt, finde ich total bemerkenswert. Du hast immer das Gefühl, der regelt das schon irgendwie. Ja, also das habe ich nicht bei jedem, 19 ist er, das habe ich nicht bei jedem FC-Spieler gesehen. Ne, 1,92 groß, 85 Kilo ist ja auch schon für einen 19-Jährigen eine ordentliche Körpergröße. Das hat ja Meret zum Beispiel bis heute nicht erreicht, der ist ja 10 Zentimeter kleiner. Also der und Bornau könnten vielleicht sogar, wenn man jetzt mal ganz optimistisch ist, ein Innenverteidiger-Duo mit Zukunft sein. Ja, das. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Man darf nie jemanden an seinem ersten Spiel messen. Ne? Also der Alltag kommt erst noch, das siehst du ja auch bei den ganzen Katabas und Thielmanns und so. Aber die Anlagen sind auf jeden Fall vorhanden. Also ich denke mal, generell wissen wir erst, ich glaube Weihnachten, so wohin die Reise mit dieser Mannschaft dann gehen kann. Ne? Also jetzt Absolut. nach dem Spiel gegen jetzt in Dortmund. Das war jetzt mal ein Aufbäumen, also so, man hat also mal wirklich mitbekommen, dass also in der Tat Laufbereitschaft, Leidenschaft, dass die jetzt nicht ganz mit dem Hund raus ist. Aufstellung, ob da jetzt aus der Not eine Tugend gemacht worden ist oder einfach auch mal hier Mut bewiesen worden ist, das ist mir jetzt erstmal egal. Ich bin im Sportlichen momentan sehr, sehr wenig drin. Ich würde fast, ich sage mal, hoffen, dass der Trainer genau die gleiche Aufstellung jetzt am Samstag gegen Wolfsburg ranlässt. Aber ich meine, okay, ich bin gehört zu denjenigen, die sich am wenigsten in die Sachen des Trainers einmischen, weil am Ende des Tages muss er dann entscheiden und muss er dann gucken, was zu machen ist. Und meistens ist es dann bei der ganzen Kaderplanung, ist der Trainer noch das ärmste Schwein. Das ist gerade jetzt in den letzten Spielen zuvor, war mir das irgendwie immer so eine Art, ist mir der Gisdol irgendwie fast zu schlecht weggekommen, ohne jetzt dafür den jetzt irgendwie ein Fass aufzumachen. Aber also bei der Kaderplanung sind ja andere Leute irgendwo in der Verantwortung. Aber okay, gut, unabhängig davon hat er jetzt eine Aufstellung an den Tag gelegt, die hat offenbar funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass es nur an der Aufstellung gelegen hat. Also irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, ob es da mal auch ein Aufbäumen war, ob da irgendwer was gesagt hat. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist passiert und das, was passiert ist, war offenbar mal gut. Und dann hoffe ich mal, dass man diesen Weg weiter verfolgt. Und sicherlich werden wir auch noch ausreichend Punkte lassen, aber man sieht, im Hinblick Blick auf die Tabelle, also es ist ja schon durchaus relativ einfach, in dieser drin zu bleiben irgendwo. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie da unten viele Mannschaften, die guten Fußball spielen. Und das könnte dann am Ende des Tages der Faustpfand sein, womit diese Mannschaft dann vielleicht es auch noch hinbekommt, den Klassenerhalt an den Tag zu legen. Und wie gesagt, nochmal so eine Laufbereitschaft, nochmal so eine Leidenschaft. Da werden wir vielleicht gegen Mannschaften wie jetzt, was weiß ich, Wolfsburg und RB Leipzig keine Punkte bekommen. Aber andere Mannschaften werden wir schlagen und dann kriegen wir auch den Klassenerhalt hin. Wie das jetzt mit dem Sestic, wie Testage. heißt der Sestic? Ist ja jetzt auch erst seit 2019 beim FC, war vorher in Offenbach. Ein junger Typ, wird noch eigentlich seinen Weg gehen. Jetzt hat er direkt einen Vertrag bis 2024 gemacht. Hallo, wir sind doch der FC. Wir müssen doch unserer Klar. Linie treu bleiben. Der kam sogar, also man muss ihm lassen, er hat das sinkende Schiff gerade noch rechtzeitig verlassen. Der kam von Schalke zu uns. Okay. Ah, stimmt, der kam von Schalke. Also ist er eigentlich Offenbacher, genau. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass er Offenbacher ist. Kam in der Tat nur von Schalke, genau. Gut, ich bin bei dieser Vertragskonstellationsgeschichte sowieso sehr
witzig und kann da so gut wie nichts mehr nachvollziehen, aber generell finde ich es natürlich gut, dass man hier auf die Jugend sitzt. Ich bin der großen Hoffnung, dass man hier dem jetzt keinen Vertrag bis St. Ultimo nicht nur gegeben hat, sondern keine Ahnung, halt auch finanziell im erträglichen Rahmen, sodass der 1. FC Köln das gerade in der aktuellen Situation noch bezahlen kann. Da habe ich mich jetzt noch nicht zu allzu sehr mit befasst. Finde es aber natürlich erstmal gut, dass man auf die Jugend setzt. War mit dem Jakobs, war und ist das ein Glücksfall. Das ist ein guter Junge. Also das erfüllt mich wirklich auch mit den wenigen Glücksgefühlen, wenn ich auf die Mannschaft schaue, dass dann hier einfach mal jemand aus der eigenen Jugend, der schon im Jugendlichen oder im Kindesalter schon mit dem FC-Trikot rumgelaufen ist, dann jetzt Profi ist. Das ist cool, das ist eine coole Sache. Beim Sestice war es jetzt nicht der Fall, aber auch ein junger Mann, der vielleicht seinen richtigen Weg beim 1. FC Köln gehen kann. Und ja, müssen wir jetzt einfach mal weitersehen. Jetzt haben wir jetzt am Samstag, Samstagabend werden wir auf jeden Fall wieder schlauer sein. So, ne? Und da hoffe ich halt einfach mal, dass die Mannschaft genau die gleiche Leidenschaft an den Tag legt, wie jetzt auch in Dortmund. Und dann werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Und das reicht ja. Also uns reicht ja aktuell der Klassenerhalt. Ne? Genau. Du kannst ja inzwischen sogar fast 11 Spieler stellen, die alle jung und talentiert sind und viele davon aus der eigenen Jugend hochgezogen worden sind. Ne, da könntest du ja noch neben den Cestic einen Voloda aufzählen, Katterbach, einen Jakobs, einen Thielmann, Lemperle. Das macht mir insgesamt, egal wie die Saison endet, deutlich mehr Hoffnung als die Situation 2017, wo du ja in so einem halben Scherbenhaufen gestanden bist. Ja gut, ich bin schon der Ansicht, wir stehen ordentlichen Scherbenhaufen. Also jetzt nach einem Sieg sehe ich den Arsch des 1. FC Köln immer noch total auf Grundeis, insbesondere aufgrund der finanziellen Lage. Aber unabhängig dieser Geschichte, also auf die Jugend zu setzen, das geht aktuell sowieso nicht anders. Also wir müssen auf die Jugend setzen, weil es halt auch vom Finanziellen nicht anders geht. Und das ist halt auch immer das, was wir wollten, was halt auch immer, sei es mal aus der und was natürlich auch irgendwo cool ist. Das kann auch mal in die Hose gehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber auf die Jugend zu setzen, ist grundsätzlich erstmal gut, aber man muss natürlich dann auch dahin kommen, diese Spieler, dass es hier einfach auch gibt. Ich bin da ehrlich gesagt der falsche Typ für, sich ja jetzt irgendwie gerade bei dem Thema sportliche Geschichte da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber die Menschen müssen sich natürlich, die beim 1. FC Köln Fußball spielen, die müssen sich auch entwickeln. Das ist natürlich, da hapert es dann, ne? Dann hat man ein junger Spieler schnell mal einen Vertrag über 2, 3 oder auch 4 Jahre. Und das ist gut jetzt erstmal, dass die Spieler auch an den Verein gebunden werden. Ob das unbedingt 4 Jahre sein müssen, bleibt jetzt mal dahingestellt. Aber das ist, dass man sich an den jungen Spielern bindet, dass die sich nicht verpissen, das ist erstmal cool. Aber du musst dich natürlich mit denen dann auch beschäftigen. Das ist ein junger Mensch. Also überlegt mal, als ihr 19 wart, da wart ihr, also ich hatte mit 19 nur Scheiße im Kopf. Das heißt, du musst dich mit diesen Menschen beschäftigen. Und da bin ich skeptisch, ob das wirklich auch passiert. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt zu weit weg. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, der Unterbau ist einfach ein kleiner Faustpfand. Ich glaube, da sind andere Vereine auch nicht so gut aufgestellt. Es kommen ja noch einige Talente in Frage für die nächsten 2, 3 Jahre, die vielleicht den Sprung nach oben schaffen könnten. Das macht mir das Ganze schon deutlich wohler, als zu sagen, wie damals eben, du hast keinen Spieler, der auch nur ansatzweise Marktwert generieren kann, wenn du sagst, finanzielle Lage ist hier komplett im Eimer. Also zum Beispiel, wenn du jetzt 4 Jahre so einen Cestic'schen Vertrag gibst, klar, ist lang, aber das machst du ja wahrscheinlich auch wegen der Ablöse. Ne, damit du sagst, wenn die Sache hier in die Binse geht, hast du zumindest ein paar hoffnungsvolle Spieler, an denen andere Vereine interessiert sein könnten. Also zum Beispiel, glaube ich, so ein Katterbach hat durchaus schon Interessen geweckt letzte Saison, wenn auch bei Vereinen, die selber nicht zahlungsfähig sind, wie halt zum Beispiel Schalke. Aber du findest ja immer irgendwen, der zur Not abnehmen würde. Das ist schon, glaube ich, auch was wir in die finanzielle Lage mit reinrechnen müssen. Dass es nicht nur um den Kapitalwert geht, sondern auch um den Spielerwert. Und da ist mir jetzt im Moment gerade schon deutlich wohler als vor 3 Jahren bei dem Abstieg. Das mag sein, wobei ich jetzt
Boah, also ich habe jetzt nicht die einzelnen Vertragskonstellationen im Auge. Und wie gesagt, beim Thema sportliche Entwicklung kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Aber ich würde jetzt anzweifeln wollen, ob wir wirklich das, was wir teilweise für einzelne Spieler ausgegeben haben, auch nach deren Entwicklung auf dem Platz über die Jahre hinweg, danach, ob wir da auch wirklich wieder was rausbekommen würden. Das vermag ich anzuzweifeln. Also da sehe ich relativ wenig Nachhaltigkeit. Und das macht sich ja dann auch auf die gesamte finanzielle Situation auch. Auch wirkt sich das ja auch ganz klar aus, dass diese nachhaltige Misswirtschaft irgendwo in meinen Augen dem ersten FC Köln gerade auf die Füße fällt. Na, also ich sag mal, klar, auf der einen Seite wird sich an die Jugend gebunden, das ist auf jeden Fall erstmal grundsätzlich gut. Andererseits so Transfers wie Modest, da werden wir noch lange dran zu knabbern haben. Das ist natürlich eine Geschichte, die wird diesen Verein noch lange beschäftigen. Ja, absolut. Also Modest muss man inzwischen sagen, na, Transfers fürs Gefühl gehen nie gut beim ersten FC Köln. Diese Rückholaktion irgendwelcher schon leicht abgehalfterten, ex-verdienten Spieler geht nie gut. Nur du hast ja auch ein paar Spieler jetzt an Bord, wo du schon sagen kannst, die haben ihren Marktwert gesteigert oder werden das noch tun. Bornau dürfte mehr einbringen, als wir bezahlt haben damals für ihn. Skiri ist jemand, der seinen Marktwert stetig steigert im Moment gerade. Ja, nach Samstag, ja. Ja, auf Samstag auf jeden Fall. Ist bestimmt sogar als Goalgetter von manchen Vereinen auf dem Zettel plötzlich. Duda ist auch erst 24, der kann auch noch einen Sprung machen vielleicht. Gut, dem gegenüber stehen halt natürlich Spieler wie Zichos oder Anderson, wo du nicht mehr viel Geld für sehen wirst. Auch jetzt für andere Spieler bei uns, die schon ein bisschen älter sind, eher nicht mehr. Gut, da wird man unterm Strich wahrscheinlich abwarten müssen, wie die sich alle entwickeln. Da passt vielleicht die Hörerfrage zu, die wir von dem Werner bekommen haben. Die würde ich euch beiden gerne stellen. Vielleicht Marco, du mal als erstes, weil du jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr zu Wort gekommen bist. Und zwar hat uns der Werner, der @dojemine auf Twitter gefragt, nach einem Katastrophenspiel gegen Union, ein völlig unerwarteter Sieg gegen ein Top-5-Team, wird jetzt alles wieder gut? Wahrscheinlich nein. Also alles wieder, ja, ich meine, alles wieder gut ist, was ist mit alles wieder gut gemeint? Also ich glaube halt, dass das eine verdammt harte Saison für uns wird, trotzdem. Aber was ich, das hat der Shell auch vorhin schon gesagt, also was ich auch gesehen habe, dass zum ersten Mal wirklich eine Mannschaft da vermeintlich auf dem Platz stand. Und das macht mir ein bisschen Hoffnung, weil ich habe in den Spielen vorher immer gedacht, so, jo, also da ergibt sich jeder und da ist irgendwie auch kein Zusammenhalt, da ist kein Miteinander, da ist irgendwie, jeder hat auch, ich sag mal, in den Aussagen danach immer so ein bisschen so seinen Arsch gerettet. Da wird immer gesagt, da wird meistens nur über die Fehler des Teams oder der anderen gesprochen und nicht über. Ich sag mal, die Fehler von einem selber. Und ja, ich sag mal, der Sieg gegen Dortmund war wichtig. Der Sieg gegen Dortmund tut auch extrem gut. Aber wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob wir Dortmund 7-0 hergespielt haben. Und ich glaube, wir müssen, also das Team muss aus diesem Sieg das Positive rausnehmen. Das positive Gefühl rausnehmen und das natürlich im Idealfall jetzt mit in die nächsten Spiele gegen Wolfsburg und dann gegen Mainz transportieren. Und wenn man da, ich sag mal, an die Leistung anknüpft, dann ist da wieder was möglich. Aber da ist das Team genauso gefordert wie jetzt in dem Spiel gegen Dortmund. Also, das wird jetzt kein Selbstläufer. Also, es wird trotzdem noch ein hartes Stück Arbeit. Ja, ich glaube nämlich auch, was wir nicht vergessen dürfen, da war auch viel Glück dabei am Samstag. Ne? Also bei aller berechtigtem Lob für die Mannschaft, das wir gerade ausgesprochen haben, da war auch eine ganze Menge Glück dabei. Also normalerweise macht der Sancho das Ding nach 4 Minuten. Normalerweise trifft Erling Haaland in der 95. Minute das leere Tor. Normalerweise machst du vielleicht nicht mit zwei Torchancen zwei Tore, mit dem gleichen Bauertrick nach einer Ecke. Normalerweise gewinnt Dortmund das Ding. Die hatten mindestens drei gute Chancen und wir hatten ja nur die beiden. Und was man auch sagen muss, bei allem Lob immer, ne, aber jetzt, wir wollen es ja möglichst von allen Seiten betrachten, wir haben es ja immer noch nicht geschafft, uns Chancen aus dem Spiel heraus
zu erarbeiten. Alle Chancen waren ja die beiden nach der Ecke. Viel mehr war da ja nicht, ne? Ja, stimmt. Ja, war nicht. Ja, wobei man Dortmund natürlich trotzdem weiter auf Trab gehalten hat. Also ich sag mal, da, was Jakobs da auf seiner Seite geleistet hat, das war schon ein großes Tennis. Und wie gesagt, dass wir da jetzt nicht ein Offensivfeuerwerk unsererseits erleben werden, das war ja klar. Ist, wie gesagt, mir ist das auch tausendmal lieber, man fährt ein oder zwei Konter, die dann leider auch nicht von Erfolg gekrönt waren, aber trotzdem hat man Dortmund da auch immer wieder gezeigt, so passt auf, Freunde, wenn, also seid euch ja mal nicht zu sicher. Und man hat defensiv zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in dieser Saison super gestanden. Was heißt super? Also solide gestanden und da nicht sonderlich viel zugelassen. Und ich glaube, das war halt nachher der Schlüssel zum Erfolg. Ja, würde ich mitgehen, genau. Ich habe noch einen anderen Hot-Take, den wir hier auf dem heimischen Sofa besprochen haben. Glaubt ihr, es war vielleicht sogar so ein Blessing in Disguise, dass Anderson nicht spielen konnte? Dadurch hat man nämlich nicht diesen krassen Fokusspieler vorne drin, sondern so kleinere, eher Spielstärke-Spieler auf dem Platz und war gezwungen, auch mal Szenen auszuspielen, statt den Ball blind nach vorne zu pölen. War das vielleicht sogar genau das, was die Mannschaft gebraucht hat? Also zumindest hat man, also ja klar, also wenn du natürlich da vorne kein, wie groß ist Anderson, 1,90? 90, ja, genau. Also da, wenn du da natürlich, ich sag mal, vorne standen, sind vorne so Spieler rumgeflitzt wie Jakobs, Duda und Thielmann. Das sind jetzt alles nicht die Kopfballungeheuer. Demnach kannst du den Ball natürlich nach vorne hauen, aber musst dir der Tatsache bewusst sein, dass der Ball wahrscheinlich tendenziell beim Gegner landet. Und also wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass Gistol mit dieser Art, dann, ich sag mal, schnell über die Außen das Spiel breit zu machen, schon das auch bezwecken wollte. Und da Dortmund natürlich auch ins Laufen zu kriegen. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Nochmal, wir haben kein Tor aus dem Spiel heraus kreiert. Demnach waren das beide Standardtore, aber ja, ich will jetzt auch nicht zu viel meckern. Also, das, wie gesagt, war vielleicht der richtige Schritt, aber wie gesagt, es wird noch ein harter Weg für uns werden. Das kann man so sagen. Ja, ich glaube, das trifft es gut. Na, jetzt kommt ja Wolfsburg mit Wout Weghorst. Wird vielleicht sogar ein ähnliches Spiel wie das gegen Dortmund, kann mir vorstellen. Also auch ein Spiel, wo die anderen machen müssen, du den Ballbesitz abgeben kannst, wo die sehr stark auf einen Stürmer fokussiert sind, den du versuchen musst, totzustellen, die auch viele gute Spieler in der zweiten Reihe haben, die du irgendwie neutralisieren musst, aber wo du auch Nadelstiche stecken kannst. Und danach musst du ja nach Mainz, ne, an diesem, also jetzt in zwei Wochen von heute an. Das wird, glaube ich, schon ein Schlüsselspiel. Also es ist jetzt keine große Prophetie zu sagen, dass diesem Spiel große Bedeutung zukommen wird. Sehr, sehr schade auch, dass da auch immer noch keine Fans erlaubt sein werden. Das wäre, glaube ich, so ein Spiel, da würde man als Fan wahrscheinlich brennen, dass man da halt die Mannschaft anfeuern kann und diese Do-or-Die-Spiele zu schicken. Weil ich glaube, danach wird sich die Tabelle schon erstmal neu sortieren. Und danach musst du ja nach Red Bull. Also wichtiges Spiel für die Gesamtkonstellation, muss ich sagen. Ja. Ja, in Mainz hat es immer gebrannt, ja, das kann ich ja auch gut sagen. Richtig. So, gut, ich glaube, wir haben. Ich finde es interessant, dass da ein Mithörer gesagt hat, wird jetzt alles wieder gut. Ich sehe da so eine richtige Sehnsucht. Das ist echt so eine Sehnsucht, ja, so viele FC-Fans, dass alles wieder gut wird. Also, fände ich auch schön, aber ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz langer Weg und halt auch sowohl auf als auch neben dem Platz. Das muss man dazu sagen. Also, ja, absolut. Alles wieder gut. Fände ich schön, aber an dem Thema sind ja einige Leute dran, aber da muss noch viel passieren. Ja, aber damit haben wir, glaube ich, eine schöne Brücke jetzt gebaut, mal ein bisschen wegzugehen von diesem tagesaktuellen Geschehen und mal so ein bisschen auf generellere Dinge des rund um den 1. FC Köln zu sprechen zu kommen. Du hast ja gerade schon so ein paar Dinge angedeutet, die wir jetzt ganz viel Zeit haben zu vertiefen. Vielleicht willst du es erstmal ein bisschen mitnehmen, Shell. Wie siehst du denn die Gesamtsituation 1. FC Köln im Moment? Ja, es ist eigentlich genau das, was da euer Zuhörer auch gesagt hat. Also diese Frage, wird jetzt alles wieder gut? Ich frage dann auch gerne,
was ist mit alles wieder, was ist damit gemeint halt, sondern es ist halt echt, ich merke so wirklich, also gerade jetzt in den letzten Jahren, wo wir ja auch sehr, sehr viel uns zum Thema Vereinspolitik geäußert haben und auch sehr, sehr viel in dieses Thema reingesteckt haben, auch immer die Vereinsführungen immer erst mit ihnen gesprochen haben, das erst intern gelassen haben, aber als da nichts mehr ging, auch dann irgendwann öffentlich kritisiert haben. Das geht den Leuten auf die Eier. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich würde fast so, ohne das jetzt wirklich an Zahlen wirklich ausmachen zu können, 80-90% der FC-Fans und auch der FC-Fans, die ins Stadion gehen, die wollen erstmal nur loslassen, wollen ein Fußballspiel sehen, haben da gar keinen Bock, sich tiefgründige Gedanken zu machen. Das hat auch jetzt nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, dass man jetzt irgendwie dumm ist oder so. Das ist Quatsch. Ich kann die Leute nachvollziehen. Die wollen halt ein Spiel gucken, wollen sich nicht mit irgendeiner Scheiße beschäftigen. Und ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich halt auch selber es so sehe, wenn halt, sobald ich da hinterm Vorhang schaue, wird mir halt sehr, sehr oft schlecht. Und das ist auch nach wie vor der Fall halt. Und diese Gesamtsituation sieht so aus, dass wir nicht wir Ultras oder wir als Szene, sondern die Mitglieder des 1. FC Köln, ohne jetzt wieder mal für irgendwen sprechen zu wollen, haben einen Vorstand gewählt. Es ist und bleibt immer noch ein mitgliedergeführter Verein, der halt auf der letzten Mitgliederversammlung einen Vorstand gewählt hat. Und der hat einige Sachen anstoßen können. Und ich glaube, wir haben aber ein zu hohes Machtvakuum. Also ich glaube, dass die Geschäftsführung immer noch viel zu viel zu sagen hat. In meinen Augen ist das so, dass eine Geschäftsführung zwar natürlich im tagesoperativen Geschäft am Ende des Tages verantwortlich ist, dann kommt auch wieder das Thema Verantwortlichkeit, ganz, ganz wichtig. Die Leitplanken jedoch muss ein Vorstand legen und ich weiß nicht, da bin ich auch zu weit entfernt, und ob das wirklich so geschieht, dass die Geschäftsführung dann auch wirklich innerhalb dieser Leitplanken für den 1. FC Köln arbeitet. Ich sehe halt hier relativ wenig Perspektive. Ich sehe immer noch zu viele Schnellschüsse. Es wird weniger in Prozessen gedacht. Und gerade dieses Missverhältnis Aufwand und Ertrag macht sich in der Hinsicht, in vielerlei Hinsicht einfach bemerkbar. Du hast einfach Vertragskonstellationen von den Sachen, die man mitbekommt. Also es ist ja nicht so, dass ich hier Internas habe. Man kann das ja wunderbar den Medien entnehmen. Da frage ich mich schon, warum einige Spieler so viel und so lange beim 1. FC Köln Geld verdienen. Das ist schon, das darf ich mich dann schon fragen. Und nicht nur beim Thema Modest. Dann hast du das Thema Gehaltsverzicht, was auch irgendwo für uns ein Thema darstellt, was gerade in der aktuellen Situation nicht ganz einfach ist, weil wir wollen ja irgendwo auch alle, das dann mit wir meine ich jetzt in dem Fall wirklich die Fanszene, wir wollen ja schon irgendwo auch einen Bezug zur Mannschaft haben, wenn wir dann wieder im Stadion sind. Wenn ich aber nicht weiß, wer von den Spielern sich wie bei dem Gehaltsverzicht, beim Thema Gehaltsverzicht verhalten hat, das ist für mich wirklich eine interessante Geschichte. Also auf der einen Seite an die Mitglieder ranzugehen oder an die Fans ranzugehen, zu sagen, wir brauchen euer Geld. Auf der anderen Seite aber Spieler zu haben, mit denen man keine Ahnung, wie lange darüber diskutieren muss, dass so 10% von ihnen wirklich sehr, sehr überdimensionalen Gas einbehalten müssen, also möchten. Das ist eine Sache, das steht halt einfach nicht in einem Verhältnis. Und das sind alles so Sachen irgendwo, die beschäftigen mich auf jeden Fall. Und das hat man bis zum Samstag meines Erachtens dann auch auf dem Platz sehen können irgendwo. Ich sehe immer noch nicht wenige Abteilungsleiter bzw. Mitarbeiter des Geisburgheims, die würde ich, wenn ich einen Betrieb hätte, nicht beschäftigen. Das muss ich einfach so sagen. Dann sehe ich auch noch die Gräben im Verein. Da habe ich auch echt ganz große Sorgen vor. Das ist wieder eine Sache, da gehen wir jetzt weg vom Sportlichen. Das hat mit dem Sportlichen erstmal nicht so viel zu tun.
Man hat es aber in dieser ganzen Geschichte oder wie man das so nennen mag, Causa Stefan Müller-Römer mitbekommen. Ohne jetzt für einen Stefan Müller-Römer sprechen zu wollen oder was er da gesagt oder geschrieben hat, ob das wirklich so schlau oder unschlau war, das interessiert mich alles nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es hier einige Leute im Hintergrund gibt, die kampagnenartig reagieren und ich glaube auch weiter reagieren werden. Es gibt gewisse Medien bzw. Journalisten in gewissen Medien, die, ihr habt den Kicker angesprochen, den guten Frank Lustin wird mittlerweile jeder in Köln kennen, der immer noch den Gefälligkeitsjournalismus für Toni Schumacher macht. Dann denkt jeder auch Toni Schumacher. Das ist doch eigentlich unser Ex-Präsident, ja, in der Tat. Aber da wird auch noch gerade von dieser Seite der sogenannten Altinternationalen, das ist aber auch nur ein kleiner Kreis der Altinternationalen, im Hintergrund Politik betrieben. Dann hat man so Leute wie Volker Struth, den Spielerberater, und Rainer Kallmund in der Tat. Also er macht jetzt nicht nur bei irgendwelchen Backsendungen mit, sondern agiert hier auch in der Tat noch im Hintergrund, die hier entsprechende Informationen an die Presse weitergeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann ist der Stadtanzeiger, der hier eine Rolle spielt, ich glaube, wie heißt der, Löhr, und natürlich auch die Bild, die gezielt mit Informationen versehen werden und natürlich dann auch entsprechend eine Schiene fahren. Und die Schiene, das ist eine ganz klare Schiene, die abseits von diesem Thema mitgliedergeführter Verein geht, die ganz komplett die Schiene Richtung, ich sage es mal so, wie es ist, Anteilsverkauf geht. Und da weiß ich nicht, ich würde nicht ausschließen, dass es hier ein Netzwerk gibt, in dem sich einerseits FC-Fans und FC-Fanclubs aufhalten, einerseits ehemalige Vorstandsmitglieder aufhalten, dann aber vielleicht sogar Spielerberater, Manager, wie auch immer. Und nicht zuletzt auch Leute, die aktuell für den ersten FC Köln beschäftigt sind. Und das verfolge ich alles mit Sorge. Und da werden wir natürlich dann auch immer wieder entsprechend reagieren, wenn man reagieren muss. Diese ganze Grabenkampfgeschichte geht mir mittlerweile tierisch auf den Sack, weil das ist ein total komplexes, abstraktes Thema, was eigentlich, keine Ahnung, schon überhaupt gar keinen Bock macht, ne? Weil es ja irgendwie am Ende des Tages nicht mit den Verhältnissen auf dem oder sehr, sehr wenig mit den Verhältnissen auf dem Platz zu tun hat. Aber ich habe Probleme damit, einfach wenn da immer demokratischer, mitgliedergeführter Verein dadurch Schaden nimmt. Weil man sieht es oder man liest es halt auch in den sogenannten sozialen Netzwerken oder Internetforen. Das ist dann vielleicht auch nur eine Blase, aber da möchte ich dann schon irgendwie drauf eingehen oder reagieren, zu sagen, ein Gremium wie ein Mitgliederrat kann gar nicht die Schuld an einer sportlichen Situation tragen. Die kontrollieren und beraten, die entscheiden aber nicht. Entscheiden tun hier Geschäftsführer. Und die verantworten natürlich eine finanzielle Situation und auch einen aktuellen Kader. Da darf man die Situation nicht verschieben. Nur weil man hier eine ganz eigene Agenda verfolgt. Uns Ultras wird ja sehr, sehr häufig nachgesagt, wir würden eine eigene Agenda verfolgen. Da kann ich also, in der Tat, wir haben bestimmt Sachen, die nicht jeden, oder wir machen bestimmt Sachen, die nicht jeden schmecken, das ist gar keine Frage so. Aber eine eigene Agenda zu verfolgen, das sehe ich eher bei den Leuten um solche Spielerberater oder um Leute, die halt einfach gerade das Finanzielle in den Augen haben. Uns geht es um den ersten FC Köln und um nichts anderes. Also bei den Sachen, die wir machen, da tut mir leid, da kriegen wir kein Geld, da bezahlen wir Geld. Und zwar nicht wenig. Also von daher, was mir halt nur wichtig ist, dass halt einfach mal einige Leute vielleicht mal ein bisschen was mehr nachdenken. Insbesondere halt auch die Leute, die nicht in Köln sind, die man halt in Köln nicht erreicht. Also es ist halt auch, ich glaube, der Kicker wird schon gelesen und die Bild wird auch gelesen. Und dann steht dann wirklich monatelang, der Mitgliederrat ist schlecht, der Mitgliederrat ist doof, die machen alle einen schlechten Job.
es haben zu viele Leute beim ersten FC Köln das Sagen. Das stimmt doch alles gar nicht. Das ist doch falsch. Die Struktur beim ersten FC Köln ist ganz klar. Der Vorstand ist gewählt, der bestellt die Geschäftsführung und die Geschäftsführung ist im tagesoperativen Geschäft für die Sachen, für die Entscheidungen zuständig. Wir haben natürlich auch noch einen gemeinsamen Ausschuss. Am Ende des Tages hat hier die Geschäftsführung aber schon irgendwo das Sagen und das macht sie auch geltend. Und an den Resultaten, ob das jetzt das Finanzielle ist oder aber auf das Sportliche auf dem Platz, da kann man schon die Geschäftsführung für verantwortlich machen und nicht ein Gremium, was vielleicht mit dem ehemaligen Vorsitzenden hier und da mal in die Presse gekommen ist und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal auf den Tisch geschlagen hatte, weil es zwar intern, weil sie mit einigen Situationen völlig zu Recht nicht einverstanden war, aber die entscheiden es ja nicht. Entscheiden tun es andere Menschen und die stehen auch meines Erachtens in der Verantwortung. Und das muss man dann einfach, meines Erachtens, einfach mal in dieser ganzen Situation anerkennen. So, das ist halt, da sehe ich halt eine große Schwierigkeit drin. Ich hoffe einfach, dass sich mehr Leute da vielleicht einfach auch mal die Satzung angucken oder einfach nicht nur ein Medium anklicken, sondern vielleicht auch ein paar andere Meinungen einholen. Das ist ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte. Jetzt hast du super viele Steilvorlagen geliefert für weitere Gesprächsanlässe. Ja, super. Ich hab versucht, das hier alles ein bisschen mitzuschreiben und versucht das jetzt so mit dir, oder wir versuchen das mit dir zusammen, Punkt für Punkt so ein bisschen aufzuarbeiten, weil vielleicht auch nicht jeder ganz so tief drin steckt wie du von unseren Hörerinnen und Hörern. Deswegen wäre es ganz gut, so ein paar Punkte noch mal ein bisschen im Detail zu betrachten. Ich würde gerne mit dem ersten Punkt anfangen, den du auch genannt hast. Du hast ja gerade schon unser aktuelles Präsidium erwähnt. Ja. Das ist ja inzwischen nur noch 2/3 von dem, was wir damals gewählt haben oder die Mitglieder damals gewählt haben. Findest du, dass die verbliebenen 2/3 sich an ihre Wahlkampfversprechen halten? Da müsstest du mich vielleicht in einem halben Jahr nochmal fragen. Okay. Also ich würde denen jetzt hier nicht ein Zeugnis ausstellen wollen, ohne zu wissen, ob die Arbeit jetzt insofern schon komplett bewertet werden kann. Auf der einen Seite haben die sicherlich schon ein paar Sachen angestoßen, die ich gut fand. Ich fand es vollkommen notwendig, einen Kommunikationschef zu entlassen, der einfach nur Scheiße gebaut hat. Sicherlich ist das Thema Durchsetzungsvermögen eine Sache, wo ich mich schwer tue, das Ganze jetzt noch zu bewerten. Wahlversprechen war halt auch zu sagen, wir bleiben investorenfrei, das ist unser Weg, den werden wir gehen und damit werden wir Erfolg haben. Ich bin übrigens auch restlos davon überzeugt, dass dieser Weg, 100% der Anteile zu behalten, ohne Investoreneinstieg, auch und gerade in der aktuellen Situation der richtige Weg ist, um sportlichen Erfolg zu haben. Dann muss er aber auch wirklich auch zu 100% von allen, wirklich vom Platzwart bis zum Ultra in der Kurve, muss ich jetzt mal so auszudrücken, gelebt werden. Und das ist das Wahlversprechen, das haben sie bisweilen noch nicht gebrochen, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber jetzt, da jetzt irgendwo eine Note zu vergeben, würde ich mich schwer tun. Nee, musst du auch gar nicht. Reicht ja schon als Antwort, glaube ich. Ja. Du bist ja auch bestimmt noch mal irgendwann bei uns zu Gast in der Zukunft. Dann können wir ja noch mal die Frage wieder aufrollen. Ich könnte mich auch gerne unterbrechen. Ne? Ich muss jetzt hier nicht Marco. Ja, alles gut. Alles gut. Nein, also der Dennis wird ja wahrscheinlich gleich noch Sachen sagen. Da werden wir sicherlich auch unsere Meinung noch einfließen lassen können. Okay, cool. Ja, also genau. Ein Punkt, wo ich jetzt gerne meine Meinung schon mal zum Besten gebe. Die Frage ist ja, ob überhaupt Anteilsverkauf nicht schon eine Hürde zu hoch ist. Also alle sagen ja immer, es muss verhindert werden, dass wir Anteile verkaufen. Sehe ich ganz genauso. Die Frage ist, ob wir nicht sogar die Latte niedriger legen sollten. Also es ist ja zum Beispiel so, dass bei uns führende Angestellte eines Hauptsponsoren auch im Verein mitbestimmen können. Ist das nicht eigentlich auch schon ein Schritt zu weit? Ja, was heißt Schritt zu weit? Also führende Angestellte des Hauptsponsors, du meinst jetzt den Beiratsvorsitzenden Zuck, oder? Ja, genau. Ja. Also für alle Hörerinnen und Hörer, Rewe, ne, ist der
CEO von Rewe und ist eben der Beiratsvorsitzende. Ja, also mitbestimmen ist ja das eine. Also er hält ja keine Anteile an der GmbH und hat insofern als Beiratsvorsitzender, also als Vorsitzender eines Gremiums, dementsprechend auch eine Stimme im gemeinsamen Ausschuss. Also man kann mich jetzt gerne verbessern, ob das jetzt auch richtig war. Ich meine aber, das ist genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Und insofern ist das kein Problem. Der Beirat ist ein richtiges und wichtiges Gremium des ersten FC Kölns und des Vereins. Und den gab es schon immer, den gab es schon seit jeher. Und der ist satzungskonform an diesen Verein gebunden. Den kann der Vorstand bestimmen. Da kann man mich jetzt auch totschießen mit, ob das jetzt zu 100% richtig ist. Ich meine aber, der wird vom Vorstand ernannt, bestimmt. Und da waren seit jeher auch Sponsoren drin. Da erwarte ich, also da ist jetzt, ne, Sponsoren heißt jetzt nicht, dass das keine Fans sind. Also ne, von daher, das sind auch alles, gehe ich mal einfach auf Fans des 1. FC Köln, die sich mit dem 1. FC Köln beschäftigen und um diesen 1. FC Köln auch Sorgen machen. Und auch diesen Menschen sollte man eine Stimme geben. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht, dass dort von 10 Positionen einmal Wilde Horde, einmal was weiß ich und zweimal wer auch immer sitzt, also das ist ja Quatsch. Also ne, das ist ja nicht die Realität und es ist vollkommen legitim, um es jetzt mal so auszudrücken. Ne? Ja, da kann ja keiner was dagegen haben. Ist auf jeden Fall satzungskonform, da hast du vollkommen recht. Ja. Die Frage ist nur, ob an der Stelle vielleicht die Satzung nicht sogar ein bisschen zu viel Spiel lässt. Weil also jetzt, wenn ich versuche, eine Analogie zu schaffen, das wäre doch so, als wenn einer von VW im Verkehrsministerium sitzen würde. Ja, aber der gemeinsame Ausschuss ist ja nicht das ausführende Organ. Der gemeinsame Ausschuss überwacht ja und berät ja nur die Geschäftsführung. Und dementsprechend, in dem Fall wäre das ja sowas wie, der Vorstand von VW ist in einem Planungsausschuss oder was auch immer, also hat kein aktives Mitspracherecht. Also zwar Mitspracherecht, aber kein Stimmrecht. Und demnach finde ich das völlig legitim zu sagen, okay, der Sponsor ist uns wichtig, wir geben dem einen Platz im gemeinsamen Ausschuss. Also das finde ich völlig okay. Ich glaube, dass das brauchst du auch, weil ganz ehrlich, ich als Sponsor, wenn ich da, ich weiß nicht, wie viele Millionen pro Jahr reinbutter, dann möchte ich wissen, was mit meinem Geld passiert. Das ist, glaube ich, legitim zu sagen, okay, pass auf, dann bekommt der halt hier ein Stimmrecht. Was anderes wäre, wenn wir, weiß ich nicht, von 10 Posten 6 an Rewe vergeben würden. Das finde ich kritisch, aber einer von, ich glaube, wie viel sind es? 10, ne? In dem Ausschuss. Im Beirat jetzt? Oder wo ja. Also wir haben in dem gemeinsamen Ausschuss insgesamt 7 Personen. Da ist dann einmal der Vorstand drin, da ist dann einmal der Vorsitzende des Mitgliederrats und ich meine auch der stellvertretende Vorsitzende des Mitgliederrats. Das heißt also, die Mitglieder wählen auch quasi, haben selber dort ihre Vertretung sitzen. Haben natürlich, das ist ein weiteres Gremium, auch einen Vorsitzenden des Aufsichtsrats dort sitzen und einen Vorsitzenden des Beirats. Gut, der Beirat ist halt traditionell mit Sponsoren besetzt, also das finde ich jetzt irgendwo nicht schlimm. Also der Vorstand bedarf für Maßnahmen und Geschäfte von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung einfach auch der Zustimmung des gemeinsamen Ausschusses. Und das ist natürlich auch dann wiederum Auslegungssache, das ist gar keine Frage. Hier sitzt, glaube ich, auch die Geschäftsführung mit. Gut, ich habe mit den Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses mal so gut wie gar nichts zu tun. Ne? Also da muss ich jetzt mal wirklich auf die Bremse treten, ne? Dumm in die Falle. Also irgendwann ist er mal gut, aber ich sehe mich bei den aktuell dort vertretenen Mitgliederratsvorsitzenden. Das ist, glaube ich, einmal der Christian Hoheisel und der Rojan Kim. Sehe ich mich dort ausreichend vertreten und nicht mich als Ultra, sondern mich als Mitglied. Das muss man ja an der Stelle ganz klar so sagen, weil auch immer, es gibt immer noch Leute, die dieses Narrativ spinnen, Mitgliederrat gleich Ultras. Also, das ist immer sehr, sehr lustig.
Finde ich auch ganz toll. Ich würde persönlich nichts dagegen haben, wenn der Mickelrad nur aus Ultras bestehen würde, aber kein einziger Ultra sitzt im Mickelrad. Nur weil es den einen oder anderen gibt, mit denen wir dort vielleicht mal kommunizieren können, heißt das nicht, dass das Ultras sind. Sonst wärt ihr beide jetzt auch Ultras. Dann wären dann halt die Leute, mit denen ich jeden Tag so kommunizieren muss, auch alles Ultras. Also das ist Dummgelaber von Menschen, wie gesagt, die auf der einen Seite vielleicht es nicht verstehen wollen, auf der anderen Seite aber auch eine eigene Agenda verfolgen und generell Probleme mit Mitspracherecht haben. Übrigens sehr interessant in einer Zeitrechnung wie dieser Probleme mit Mitspracherecht zu haben. Finde ich echt auch immer sehr, sehr interessant. Mhm. Aber gut, ich finde es jetzt nicht abwegig, dass ein Lionel Zuck, ich kann dann auch den Namen sagen, habe ich keine Probleme mit, als Vorsitzender des Beirats im gemeinsamen Ausschuss sitzt. Das ist gar keine Frage. Finde ich okay. Damit hast du aber gleich schon einen guten Übergang geschaffen zu der Frage, warum dieser Mitgliederrat immer sehr kritisch gesehen wird in Teilen der Öffentlichkeit. Und da spielt, glaube ich, auch, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, die Medienlandschaft rund um Köln eine Rolle. Ich kann mal ein Beispiel aus meinem engsten Familienkreis nennen. Ich habe einen sehr engen Verwandten, den ich hier nicht namentlich erwähnen möchte. Der war seit den 70ern Mitglied beim 1. FC Köln. Und der hat jetzt seine Mitgliedschaft fristlos, wie er zumindest gesagt hat, gekündigt. Weil er der Meinung ist, er will kein Mitglied sein in diesem Verein, der von, jetzt zitiere ich ihn, also meinen Verwandten, ja, der von so Leuten wie Stefan Müller-Römer geführt wird, die immer nur auf Stress aus sind, immer nur versuchen, alle Fortschritte zu bremsen und so weiter und so fort. Und ich glaube, auf diese Meinung kommt mein Verwandter, weil er nur Kicker liest, weil er nur KSTA liest, also Stadtanzeiger liest, und weil er vielleicht noch mal einen Express liest und da ja schon in zumindest zwei von diesen drei Medien ein gewisses Narrativ gesponnen wird. Also du hast ja gerade Lustem schon genannt, den können wir hier auch ruhig namentlich nennen. Ja. Hat mich übrigens auf Twitter geblockt. Liebe Grüße, Frank Lüssner. Warum auch immer, keine Ahnung. Der Podcast hat er nicht geblockt, nur mich persönlich. Zu Recht, vollkommen ja, zu Recht, Frank Lüssner. Alles richtig gemacht. Ich bin ja auch so ein Stifter, wissen wir ja. Dazu passt vielleicht auch die Aussage von Markus Gisdol nach dem Spiel, der gesagt hat, die echten Fans hätten immer zum Verein gestanden und er wisse schon, wer die echten Fans seien. Also hat er auch versucht, so ein Fass aufzumachen, wo es zwei Fanlager gibt, die echten und die unechten. Ja, und da würde mich einfach nur interessieren, wie du das so siehst, der doch ein bisschen näher dran ist, Shell. Welche Rolle spielen da die Medien in dieser ganzen Gesamtgemengelage? Ja, also erstmal, wenn dich ein Frank Lucien blockiert, das würde ich dann erstmal als Auszeichnung betrachten. Das steht in meiner Biografie. Ja, nee, also so viel aufwerten würde ich den Typ jetzt auch nicht, dass ich ihn in der Biografie erwähnen würde. Der soll lieber die Biografien von anderen Menschen schreiben, das kann er ja ganz gut. Nee, also klar spielen Medien auch immer eine Rolle, aber also ich finde, es nur auf die Medien abzumünzen, finde ich es ein bisschen was zu einfach. Die Medien, die gab es immer, die gibt es und die wird es auch immer geben und mit denen, finde ich, müssen wir alle umgehen. Und sei es mal, wenn die immer nur sachlich bleiben würden, dann könnten sie nicht davon leben. Aber da hüllt natürlich steter Tropfen den Stein. Nein, es ist ganz klar, dass die Bild-Zeitung einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Eine Bild-Zeitung wird niemals für einen Verein mit einer Struktur, wie wir gerade beim 1. FC Köln nun mal halt am Start haben und für die wir und andere Mitglieder lange Jahre gekämpft haben, wird eine Bild-Zeitung, die Konstrukte wie Hoffenheim Höhe erhebt, wird eine Bild-Zeitung niemals für solche Vereinsstrukturen ein Herz haben und dementsprechend auch nie dafür schreiben. Dass ein Vorstand sicherlich trotzdem mit der Bild-Zeitung reden muss, ist das eine, das kann ich objektiv vielleicht noch nachvollziehen. Werbung für die Bild zu schalten als Verein, das würde ich mir anders wünschen, weil die Bild-Zeitung gesamtgesellschaftlich betrachtet, auch politisch gesehen, für mich mit einer der ekelhaftesten Zeitungen gibt auf der ganzen Welt, die es gibt. Die lehne ich von vornherein also komplett ab. Aber das hat beim Fußball, sei es mal, ist es das eine, da finde ich, das kann man noch drüber lachen. In anderen Situationen
oder kann ich da weniger drüber lachen. Deswegen lehne ich die Bild-Zeitung komplett ab. Beim Kicker ist es natürlich so, dass Frank Lucen dort, glaube ich, schon relativ viel Freiraum genießt. Also so habe ich es zumindest im Gefühl, der kann da schon sehr, sehr viel machen, was er möchte. Und der wird natürlich nie gegen einen Toni Schumacher schreiben und gegen Leute schreiben, wo es dann halt auch Abhängigkeiten zu gibt. Beim Stadtanzeiger ist es ähnlich. Oder was heißt, ja, bei den Journalisten oder einigen Journalisten im Stadtanzeiger ist es halt ähnlich. Die werden halt auch entsprechend aus dem Geißbockheim mit Informationen gefüttert. Das ist jetzt keine Interna, die ich hier rausplappere, sondern das kann man, wenn man bis drei zählt, aus einzelnen Berichten auch entnehmen. Und dann, wie gesagt, da höhlt dann, steht da Tropfen auch den Stein. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass der Stefan Müller-Römer auch ein Mensch ist, der gerne mal polarisiert und sich da halt vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Situation auch leidenschaftlich und emotional verhalten hat, was ich persönlich erstmal cool finde. Gerade die Ultrasgruppen funktionieren so, deswegen stehen sie ja auch ähnlich in der Kritik, weil sie eben polarisieren. Ich mag solche Menschen. Ich mag Menschen, wo ich weiß, wo ich ran bin, die dann halt auch mal die direkte Wortwahl haben und die vielleicht auch mal ein bisschen mal so einen Putz hauen. Und insofern ist es ein gefundenes Fressen für einige Journalisten. Und sicherlich auch ein bisschen was mit der Historie gesehen. Wolfgang Overath damals, der mit den langen Haaren, dann war er damals bei FC Reloaded, hat von dort aus immer versucht, Vereinspolitik zu machen, was wir damals noch sehr, sehr kritisch gesehen haben, weil wir da gar nicht wussten, ja, wer ist das überhaupt, woher kommt der, was hat der für Ziele. Und dann haben wir uns aber auch irgendwann mal mit ihm beschäftigt und haben einfach mit ihm gesprochen, haben dann einfach auch gesehen, ja gut, also sicherlich bei dem einen oder anderen sind wir jetzt nicht einer Ansicht und da würden wir das vielleicht anders sehen und hätten eine ganz andere Meinung. Aber vom Grundlage-Denken her ist er jemand, der halt auch dieses demokratische Mitspracherecht befürwortet und was er halt auch mit, sei es mal als Mitglied und dann irgendwann als Mitgliederrat eingeführt hat und mit eingeführt hat mit vielen anderen Mitgliedern sicherlich. Und wo ich erstmal nichts Schlimmes dran sehen kann. Und wie gesagt, das ist für mich ist das irgendwo aber auch dann wiederum eine Mehr, dass Mitspracherecht damit, sei es mal, dass es missverstanden wird. Mitspracherecht haben wir Mitglieder im Rahmen der Mitgliederversammlung. Das haben wir. Dort können wir einen Mitgliederrat wählen und dieser Mitgliederrat, ein Blick in die Satzung lohnt dann vielleicht viel mehr wie ein Blick in die Bild-Zeitung, überwacht die Geschäftsführung des Vorstands und berät diesen in wichtigen Angelegenheiten. Und gerade bei der Historie des ersten FC Köln mit einem Vorstand rund um Wolfgang Overath, mit einem Vorstand Schumacher, Ritterbach in Klammern Spinner, bedarf es eines solchen Korrektivs. Also ich erwarte doch gerade bei einem Verein wie dem ersten FC Köln, dass ich als Mitglied, wenn ich auf die Jahreshauptversammlung gehe, dass ich Leute wähle, die halt auch dann wirklich mindestens wöchentlich auf diese Arbeit gucken und wenn die Arbeit nicht richtig gemacht wird, dann auch die Hand erheben und sagen, ey, passt mal auf, das können wir so nicht machen, liebe Leute. Und das ist vollkommen legitim. Und das ist übrigens auch kein Unikum. Also gerade die sogenannten Traditionsvereine, ich habe mit dem Wort ja mittlerweile schon fast Probleme, leben davon. Und eine Vereinskultur lebt auch davon, die lebt vom Mitspracherecht. Also ich gehe nicht auf eine Jahreshauptversammlung, um darüber zu diskutieren, dass die Stadionwurst zu heiß ist und mir einen Pulli abzugreifen, die Hymne zu singen und mich danach zu verpissen. Dafür bin ich nicht Mitglied des ersten FC Köln geworden. Ich möchte hier mitentscheiden, ich möchte hier mitpartizipieren, aber natürlich nicht bei jeder Pissentscheidung angerufen werden und dort auf den Putz hauen und nur des Selbstzwecks wegen, sondern ich möchte dort Mitglieder wählen, die in ein Gremium kommen und natürlich die Geschicke des Vorstands oder der Geschäftsführung überwachen und wenn nötig dann noch entsprechend kritisieren. Und das macht der Mitgliederrat, das macht er satzungskonform. Und also zumindest hoffe ich das. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die
dass die gewählten Vertreter des Mitgliederrats was machen. Dafür habe ich sie gewählt, dafür haben alle Mitglieder sie gewählt und das sollen sie auch machen dürfen. Und das hat jetzt aber nichts mit einem Stefan Müller-Römer zu tun, der einfach von den entsprechenden Leuten zum richtigen Zeitpunkt dann natürlich einfach öffentlich in den Arsch getreten wurde. Und das war sicherlich irgendwo schade, sei es mal für ihn insbesondere. Jetzt ist er ins zweite Glied gerückt. Ist jetzt halt eben so, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber am Ende des Tages bleibt der Mitgliederrat und das soll er auch, eben weil wir ein Verein sind, der Mitglieder geführt ist und auch bleiben soll. Also, sorry. Was kann man denn gegen Demokratie haben? Was kann man gegen Mitspracherecht haben? Ich verstehe das nicht. Ich glaube grundsätzlich, das ist halt eine Agenda, die halt diese journalistischen Medien da fahren. Das, was du schon gesagt hast, also da ist ein klarer Plan hinter. Nämlich ja. die Leute irgendwann ans Bein zu binden. Und wie gesagt, mit Stefan Müller-Römer hat man da jemanden gefunden, dem man das, also der wie gesagt ein streitbarer Charakter ist, der natürlich dann auch immer wieder, dem man immer wieder das dann so von Latz knallen konnte, dann ist das natürlich einfach, ne? Und dann, ja. dann damit hebst du natürlich, damit sagst du, ja, guck mal hier, der Mitgliederrat, nur Idioten drin, das brauchen wir doch alles gar nicht. Ja, aber das machen die Leute ja nicht, weil sie Bock haben, dazu schreiben, sondern weil da ja ein Plan hintersteckt, mit ihren Buddies diese Lücke zu füllen. Und das sind dann, weiß ich nicht, hier, Konsorten. Also Toni Schumacher, Altinternationale, wer auch immer. Und ja, man muss dazu sagen, also bei den Altinternationalen muss ich dazu sagen, es ist nur ein kleiner Teil. Also jetzt mal gerade beim das ist ja. Thema Stefan Engels, kam das ja jetzt irgendwo im Laufe dieses Jahres. Also ich glaube, selbst die Leute, die seinerzeit noch den Toni Schumacher und Ritterbach und so weiter noch im Vorstand drin haben wollten, selbst die haben dann irgendwann gesagt, ja, Stefan Engels, okay, das muss es jetzt auch nicht sein. Aber was du halt angesprochen hast, das Thema Abhängigkeiten und Seilschaften, das ist beim Thema Sportjournalismus. Ich erinnere einfach mal weg vom FC an das Beispiel Franz Beckenbauer, Alfred Draxler, der ist ja auch bei der Sportbild, der Chefredakteur, hat sich seinerzeit in irgendeinem Kommentar auch rausgelehnt, der Franz hat mir angegeben, er hätte die WM nicht gekauft. Und also das reicht dann auch. Das ist dann deren Kompetenz. Das reicht da vollkommen aus, dem Alfred Draxler ein Ehrenwort zu geben, dann ist man quasi aus der Nummer raus bei der Bildzeitung. Und ich hätte es gerne anders. Ich würde das wirklich gerne anders haben. Aber ich habe es ja euch am Anfang noch gesagt, 80-90% der Fans vieler Vereine oder fast aller Vereine, würde ich fast sagen, in Profifußball Deutschland, die möchten loslassen, die möchten sich vielleicht auch mal ein bisschen was aufregen, aber die haben da keine Lust auf Sachlichkeit. Ne? Denen geht es so ein bisschen was um Gefühle, um Emotionen, ein bisschen was Schlagzeile. Das liefert die Bild ja alles. Die liefert ja auch, gerade auch im Fußballbereich, gar keine Frage, liefert die ja auch dieses Angst, Hass, Titten, Wetterbericht, so, ne? So nach dem Motto. Und oder nehmen wir mal was anderes. Beim Thema Doppelpass. Also fast jeden Sonntag kann man es ja schon mitbekommen, dass in den sozialen Netzwerken sich über den Doppelpass aufgeregt wird. Völlig zu Recht. Also ich meine, das Format, das will ja eigentlich auch so langsam in die 90er zurück. Da kommen da wirklich so alte Männer, so wirklich so alte Suppenhühner, um es mal so auszudrücken, widerliche Typen irgendwie zusammen und sind so irgendwie so halb rassistisch und irgendwie so... Nicht nur halb. Ledern da über den Fußball ab und kriegen dafür eine Plattform, also so im 21. Jahrhundert, so weißt du. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen war dann in der Tat unser ehemaliger Geschäftsführer Armin Federt. Ja. Und hat genau diese mehr wieder erzählt, dass beim 1. FC Köln ja einfach zu viele Leute das Sagen hätten und so weiter. Und da denke ich mir, Alter, jetzt mal ganz ernsthaft, du haust hier das ganze Boot in die Scheiße, verpiss dich und ne, bist Teil dieses Problems, gehörst mit zu den Leuten, die Teil dieses Problems sind
und zeigst aber auf andere Leute, die natürlich völlig zu Recht auf dieses Problem seit Jahren hinweisen und dann aber wiederum dafür kritisiert werden. Also da beißt sich einfach die Maus in den Faden. Und da ist natürlich das Thema Sportjournalismus ja irgendwo auch, was eine ganz klare Rolle spielt. Die schreiben teilweise die Inkompetenz in ihre Ämter. Das machen die seit Jahren. Und Gott sei Dank, nicht nur Formate, wie ihr das macht, sondern mittlerweile gibt es ja schon die ein oder anderen Alternativen. Und irgendwann wird der Profifußball auch nicht mehr daran vorbeikommen. Also dieses Thema alte Männer erklären den Fußball, das wird irgendwann mal aufhören. Aber bin ich mir ziemlich sicher. Ganz kurz, Marco, du darfst gleich, ich will noch einen Satz zum Doppelpass sagen. Das Schlimme ist ja, also ich habe mir geschworen, dass ich nichts zu Armin Fee im Doppelpass sagen werde. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Was ich aber sagen werde, ist, dass das Schlimme ist, dass da auch keiner außer Basti, der war ja da auch in dieser Sendung, ne? Also der Basti vom Eintracht-Podcast von 93 und so weiter, das war der Einzige, der da mal kritisch nachgefragt hat. Sie haben doch auch den Kieler Spielern die Verträge über 5 Jahre gegeben, Herr Fee. Der Einzige, die ihr Geld damit verdienen, Sportjournalismus zu machen, die winken solche Aussagen durch. Die sitzen da, trinken ihr Weißbier oder ihr Weizenbier und sagen dann, oh, der Armin, ja, hat er schon recht, beim FC läuft es ja nicht. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht der Arbeitsethos eines Journalisten sein, dass da jemand irgendein Blech erzählen kann und man nicht kritisch nachhakt. Durch solche Entwicklungen kommen Leute dazu, irgendwelche Halbwahrheiten oder Fake News als die eine Wahrheit spinnen zu können, was dann wiederum 1 Million andere Menschen, die den Doppelpass gucken, glauben. Ja, genau das ist das. Also ich glaube, das ist ja auch eine in sich geschlossene Gruppe, diese Armin Fees und wie sie da alle im Doppelpass hocken. Das ist ja eine Gruppe, die sich miteinander in Anführungsstrichen befruchtet und die Buddies sind. Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass irgendeiner dem Armin Fee da gefühlt in den Arsch tritt, weil Armin Fee das sicherlich sich nicht nehmen lässt und bei genächster Gelegenheit den Leuten nochmal in den Arsch tritt. Also das ist ja, die leben ja miteinander und füreinander. Und ich glaube halt einfach, dass halt diese ganzen Medien, Kicker, Kölner Stadtanzeiger, wer auch immer, da sind ja auch einfach nur einzelne Personen, die dahinter stehen. Es geht ja gar nicht um den Kicker als Allgemeinen, weil beim Kicker arbeiten ja nicht nur Frank Lussems, sondern auch einfach andere Personen. Aber diese Einzelpersonen, Frank Lussem oder wer auch immer, die haben halt einfach in diesen Medien so viel Macht und so viele Möglichkeiten, ihren Scheiß immer weiter zu schreiben. Dieses, ich weiß nicht, wie oft ich dieses, naja, der FC ist ja nur so schlecht, weil dieser Mitgliederrat dem Vorstand, der Geschäftsführung ja ständig reinredet. Naja. Ja, aber erzähl das nur so lange, bis die Leute das glauben. Also der Dennis hat ja vorhin erzählt, bei ihm im Familienkreis gibt es da jemanden. Bei mir auch. Also mein Vater ist auch FC-Mitglied schon seit, weiß ich nicht, irgendwann Mitte der 60er. Der erzählt mir dann, wenn ich mit dem über den FC rede, also mit dem Fußball gucke, und dann versuche ich diese Themen, Mitgliederrat, Vorstand, was auch immer, zu vermeiden, weil ich ganz einfach weiß, dass ich mit dem, was ich sage, da gar nicht ankomme. Der sagt dann, ja, aber hast du denn mal im Kicker gelesen? Sag ich, ja, Frank Lussem, was soll ich denn über so einen Haiopai noch sagen? Ja, aber nee, Marco, das ist ja Quatsch. Dann ja, hast du ja gar keine Ahnung. Und ne, also es wird ja gar nicht auf das gehört, was ich sage. Und dann sage ich, ja, aber hör mal, du hast doch als Mitglied des 1. FC Kölns die Möglichkeit, den Mitgliederrat mit zu bestimmen. Geh hin, wähle ihn oder mache deine Wahl und dann kannst du Teil dessen sein, die da mitbestimmen. Aber wenn ich es halt nicht mache, dann kann ich mich halt nicht auf deiner Seite beschweren, dass da Leute sind, die halt eine Mitbestimmung vorantreiben. Ich meine, das haben wir ja bei der letzten Mitgliederratswahl gesehen, wie auf einmal sich so ein Blatt wenden kann und dass der alte Vorstand auf einmal mitbekommt, okay, vielleicht haben wir ja gar nicht hier die ungeteilte Rückendeckung. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe da auch immer so meine Schwierigkeiten, sagen wir es mal,
mit diesen Diskussionen irgendwann klar. Also es gibt halt auch beim Thema Ultras immer mal wieder, aber auch beim Thema Vereinspolitik gibt es natürlich auch irgendwo Grenzen, ne? Also es gibt da auch Menschen, die lassen sich nicht abholen, das muss man dann irgendwann akzeptieren, dann dreht man sich im Kreis und dann, bevor es dann eskaliert, lässt man es auch lieber sein. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man schon die Leute mit sachlichen Argumenten durchaus auch abgeholt bekommt. Die muss man jetzt nicht unbedingt überzeugt bekommen von seinem Weg oder irgendwie umdrehen oder wie auch immer. Aber man kriegt zumindest eine differenzierte Sichtweise hin. Und da hast du jetzt gerade eben auch wunderbar das Beispiel der letzten Mitgliederversammlung erwähnt. Ich kann mich erinnern, die ganze Zeit hat der alte Vorstand genau dieses Thema Ultras gleich Gewalt, also genau diese Schiene. Und nichts anderes. Wir hatten nicht das Thema, wie geht's hier mit den Verträgen weiter, wie geht's mit der finanziellen Situation weiter, wie ist es um den ersten FC Köln bestellt, was ist unser Konzept, wie wollen wir diese ganze, was ist unsere Strategie, was wollen wir machen, ne? Da war ja nichts, da kam da einfach nichts rüber. Da ging es einfach nur Gefühle, Emotionen und ne, so ein bisschen was Herzschmerz. Da haben sie noch den einen oder anderen Fanclub für sie reden lassen. Und dann kam natürlich auch irgendwann der Mitgliederrat und allen voran. Ich will jetzt nicht für ihn jetzt hier eine Lanze brechen. Das ist jetzt, da bin ich nicht für angetreten, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann mich daran erinnern, Stefan Müller-Römer ging ans Pult und natürlich, die Leute haben ihn ausgepfiffen. Na klar. Und das habe ich auch so in der Mitgliederversammlung noch nie erlebt. Er ist reingegangen oder ist auf zum Rednerpult gegangen, wurde ausgepfiffen, ist davon weggegangen und da haben die Leute geklatscht. Warum? Weil von ihm ausnahmsweise nicht diese ganze emotionale Schiene kam, sondern wirklich auch beim Thema Sachlichkeit, das sind meine Argumente, so sehe ich das, das sind meine Aufgaben hier und dafür möchte ich hier auch weiter im Mitgliederrat eintreten. So. Und das hat er sachlich und auch ruhig und meines Erachtens auch fachlich damals zumindest gut rübergebracht. Und dann siehe da, die Leute haben sich das angehört, zumindest. Man muss sich ja dann auch das zumindest anhören. Deswegen fand ich dann auch gut, dass die Leute das gemacht haben, auch seine Kritiker. Und das sollte auch wieder geschehen, also nicht nur beim Thema Stefan Müller-Römer, sondern generell, ob jetzt die eine oder andere Richtung. Man sollte sich vielleicht auch einfach mal wieder mehr zuhören. Und dann hast du ja gesagt, das ganze Blatt eine Wendung bekommen. Und deswegen finde ich das, man hat schon die eine Seite und die andere Seite, man hat aber auch sehr, sehr viele, sag ich mal, neutrale Mitglieder. Und ich glaube schon, dass diese neutralen Mitglieder sich irgendwo mit sachlichen Argumenten abholen lassen. Aber dafür brauchst du natürlich den Austausch, du brauchst den Dialog. Klar, das ist in der aktuellen Situation leider nur sehr schwer möglich. Mhm. Damit sind wir auch schon bei dem nächsten Stichpunkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Du hast nämlich vorhin so ein bisschen angedeutet, es gibt im Verein ja auch verschiedene Gräben oder verschiedene Lager vielleicht. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen entfalten. Wir haben gerade schon gehört, es gibt so eine vage Gruppe der altinternationalen Mitgliederrat, aber es ist ja auch keine homogene Gruppe. Aus deiner Sicht, was haben wir denn für verschiedene, ja, ich sag mal, Parteien oder Gräben im Verein? Hallo, ich habe dich gerade nicht so gut verstanden, aber ich glaube trotzdem, dass die Frage an mich jetzt gestellt war. Genau, war an dich gestellt die Frage, welche Gräben oder Parteien wir im Verein haben. Ja, das lässt sich halt jetzt auch schlecht in einem skizzieren, weil ich jetzt gar nicht auch weiß, ob wir jetzt, sei es mal verschiedene oder eine Kampagne haben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass im Zuge Stefan Müller-Römer-Causa schon, sei es mal, einzelne Fanclubs, FC-Fans und so weiter da irgendwo auch zusammengeschlossen haben. Also das war auf jeden Fall irgendwann klar erkennbar. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob dann auch hier ein Netzwerk besteht oder ob die sich da untereinander absprechen oder ob das jetzt wirklich, ob man da jetzt wirklich von Kampagne reden kann oder sollte. Es ist klar, dass so ein, ich sage jetzt mal, Spielerberater à la Volker Struth, die werden immer ihre Probleme mit einem mitgliedergeführten Verein haben. Da haben die keine Lust drauf, weil es ist klar, ein Spielerberater
der kann da einfach weniger dran verdienen. Und ob da jetzt wirklich von einer Kampagne die Rede sein kann, das weiß ich nicht. Aber man muss natürlich sagen, seit der letzte Vorstand hat natürlich sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Nicht nur beim Thema Modest. Also der Modest-Transfer war eine ganz klare Geschichte des alten Vorstands, hier nochmal die Leute für sich zu gewinnen. Hat ja nun mal halt auch nicht funktioniert. Und im Gegenteil, jetzt muss der 1. FC Köln hierfür immer noch sehr, sehr viel Geld zahlen. Aber natürlich, es wurden sehr, sehr viele Fanclubs besucht, es wurden sehr, sehr viele FC-Fans angesprochen, auch viele FC-Fans, die vielleicht nicht direkt aus Köln kommen. Und das ist natürlich bei den Leuten noch irgendwo geblieben. Ne? Und irgendwo heißt es dann halt vielleicht auch noch, ja, der ja Mitglieder hat und diejenigen, die haben unseren lieben alten Toni Schumacher und seine Freunde aus dem Amt gejagt. Ne? Das hat ja auch damals die Bild, meine ich, geschrieben. Und diese Gräben gibt es ja immer noch. Also man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die Leute danach irgendwo so einen Lagerwechsel vollzogen haben und gesagt haben, so ja, jetzt haben wir alle den neuen Vorstand gewählt. Und also ich glaube, da gibt es halt immer noch sehr, sehr viele Gräben. Und es wird, glaube ich, auch noch lange Jahre geben, bis man die zuschütten kann. Und zumindest, ja, man kann sich halt einfach nur, um das irgendwie wieder mehr hinzubekommen, dieses Thema, man kann sich da halt einfach nur mehr zuhören. Also vielleicht der neue Fandialog wird vielleicht dazu führen, dass da ein bisschen was mehr Verständnis aufkommt und mehr aufeinander zugegangen wird. Aber klar, also ich meine, der Fußball wird weitergespielt, die Situation ist immer noch prekär, auch gerade die finanzielle, und das birgt auch Gefahr für weitere Diskussionen. Und da, ja, glaube ich, dass dieser Kampf so um den Verein, um es jetzt mal so auszudrücken, dass der auch noch weitergeführt wird. Also gerade zum Thema Fandialog müssen wir auch sagen, es ist für uns als Podcast, der wir jetzt natürlich keine Reichweite haben und auch kein richtiges Medium sind, es ist für uns unmöglich, irgendwen Offizielles vom 1. FC Köln zu bekommen. Wir haben es oft schon versucht, oft schon Anfragen gestellt an diverse Medienleiter vom 1. FC Köln. Da kommt nicht mal eine Antwort, nicht mal ein Sorry oder geht nicht oder sonst irgendwas. Zeitgleich ist Timo Horn heute im Express-Podcast zu Besuch bei Guido Ostrowski. Ja. Das würden wir niemals hinkriegen. Was wir kriegen, sind halt zum Beispiel Leute wie dich, Shell, oder auch den Hofer Mitgliederrat, den Jupp aus dem Mitgliederrat und so weiter. Die kommen und die reden hier auch wirklich ganz Klartext und stellen uns Rede und Antwort und so. Aber ist das nicht vielleicht auch eine Idee, zu sagen, dass sich generell auch die Offiziellen vom 1. FC Köln mal mehr dem Dialog öffnen sollten mit den Fans? Zum Beispiel eine Frau Merkel hat eine Bürgersprechstunde, wo die Leute per Videochat 1:1 live mit Angela Merkel reden können. Wäre das nicht auch mal eine Idee für zum Beispiel Horst Held oder Alex Werle? Gut, ob ich jetzt dem Horst Held oder Alex Werle zuhören müsste, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Also ich sehe immer Dialog mit den Fans bei dem Vorstand. Das ist eine Idee, die ich gut finde und die man auch einfach mal an den Vorstand vielleicht von dieser Seite aus adressieren könnte. Es gab ja mal, ich glaube, einen virtuellen Mitgliederstamm. Das war halt auch nicht wirklich das Wahre. Das ist aktuell alles mega schwer. Das Thema Kommunikation bleibt vollends auf der Strecke. Das Thema Diskussionskultur leidet darunter. Also noch mehr wie sonst in meinen Augen. Und das ist halt eben gerade dieses aktuelle Dilemma. Ne? So ein Mitgliederstammtisch, wo man 200 oder 300 Mitglieder ins Stadion laden kann, der fehlt meines Erachtens. Es fehlt ein Stammtisch à la Ralf Friedrich. Der fehlt mir persönlich auf jeden Fall, weil ich mir den auch sehr gerne angehört habe. Was meines Erachtens, was ihr gerade auch angesprochen habt, was gar nicht geht, dass wenn du dem 1. FC Köln eine E-Mail schreibst, in welcher Form auch immer, dass da noch nicht mal eine Rückmeldung kommt. Also so, also das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch eher negativ. Ist mal wieder so ein Thema aus dem Geißbockheim, ne? Dieses Thema Wagenburg-Geißbockheim. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich dessen Fehler noch nicht mal bewusst sind, so nach dem Motto, ja, wir müssen doch hier keine Rückmeldung machen, so, wir sind doch der 1. FC Köln. Kann ich immer nur zurückdeuten, nein, die Mitglieder sind der 1. FC Köln. Und wenn ihr als Mitarbeiter des 1. FC Kölns auch Mitglieder seid, dann ist das schön, dann seid ihr auch der 1. FC Köln. Aber am Ende des Tages
arbeitet ihr als Mitarbeiter in Geisbockheims für den ersten FC Köln, nicht der erste FC Köln. Und diese Arroganz, die sich auch hier wieder bemerkbar macht, finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen. Das geht gar nicht. Also, dass man euch, ist ja egal, ob das jetzt der trotzdem hier Podcast ist oder die, der FC-Fan Ingeborg aus Iserlohn, ist mir jetzt erstmal scheißegal. Du schreibst dem ersten FC Köln hier, pass auf, wie sieht's aus? Und dann müsste doch bitte, gerade in der Corona-Zeit, sich irgendein Idiot dafür finden, zu sagen, ey, pass auf, ich trage das mal weiter, ich kann aber nichts versprechen. Oder vielleicht auch klipp und klar zu sagen, nee, machen wir nicht, aus welchen Scheißgründen noch immer. Aber hier keine Rückmeldung zu geben, ey, finde ich absolut arrogant und das darf es nicht sein. Ich finde es eigentlich aber auch schade, dass man nicht an solchen Podcasts wie euren teilnehmen möchte. Klar, Express hat eine etwas größere Deutungshoheit, das ist klar, das ist euch auch bewusst. Ich kann aber an dieser Stelle aber auch nur dafür werben, dass man so Leuten wie ein Jupp und wie ein Ho einfach auch mal zuhört, wenn die mal bei euch sind und sag jetzt mal, vielleicht findet sich ja noch irgendwann mal ein Spieler, der Bock hat, mit euch zu sprechen. Also, oder meinetwegen auch ein, was weiß ich, ein Vorstandskandidat, wie auch immer. Also, dass da noch nicht mal eine Rückmeldung kommt und dass dann hier noch nicht mal ein Dialog stattfindet, finde ich ehrlich gesagt richtig scheiße. So, also nur mal wieder ans Geisbockheim adressiert, so das geht nicht. Also absolut unterste Kanone. Ich weiß aus guter Quelle, dass Sie zumindest von der Existenz unseres Podcasts wissen. Vielleicht hört ja einer von euch zu. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir versprechen auch einen komplett fairen und ehrlichen Dialog. Also ihr werdet hier nicht geröstet oder, was weiß ich, irgendwie unsachgemäß zusammengeschnitten oder sonst irgendwas. Ihr dürft hier komplett ungeschnitten und ungefiltert euren Standpunkt darstellen. Ihr müsst halt nur mit kritischen Nachfragen rechnen und leben. Das ist aber, glaube ich, in jedem Beruf so, dass man da auch mal manchmal kritisch nachgefragt wird, was hast du da dir dabei gedacht? Gut, aber das ist ja nur, darum geht es ja gar nicht, ob die jetzt zu uns kommen oder nicht. Das ist ja nur so eine generelle Haltung. Ja, inzwischen finde ich ja, dass am Geisbockheim aber auch schon ein bisschen aussortiert wurde. Also aussortiert in Anführungszeichen. Es gab ja ein paar personelle Veränderungen, jetzt so mit der Ära Horst Held, würde ich sagen. Du hast gerade gesagt, du findest ein paar Leute immer noch fehl am Platz. Wie siehst du das denn generell, dass da gerade eine Umstrukturierung in verschiedenen Bereichen stattfindet? Das ist einfach dringend notwendig. Also ganz ernsthaft, ich bin mir dessen zu so einem sehr, sehr großen prozentualen Anteil bewusst, dass beim 1. FC Köln meines Erachtens nur mittelmäßig gearbeitet wird. Und das beziehe ich jetzt nicht auf die Arbeit auf dem Platz, sondern in jeglicher Hinsicht. Und ich habe so das Gefühl, dass man auch da gar nicht in seinem Elfenbeinturm gar nicht mitbekommt, wie ein Verein wie der 1. FC Köln meines Erachtens eigentlich funktionieren sollte. Und da sehe ich ganz klar die Geschäftsführung in der Verantwortung. Also sorry, also wenn es jetzt einfach um das Thema, ja, okay, da war es jetzt auch wieder Öffentlichkeitsarbeit, da wurde ja jetzt reagiert, da wurde aber ja nun mal halt auch vom Vorstand reagiert und nicht von der Geschäftsführung. Solche Leute, die so eine Öffentlichkeitsarbeit leisten, gehören meines Erachtens gefeuert. Und das war nicht erst schon seit gestern klar, sondern viel, viel länger. Okay, gut, das Thema ist jetzt gegessen. Ich sage jetzt mal, dass das Thema Fanarbeit, da kann man auf jeden Fall auch noch einiges rausholen. Da will ich jetzt aber gar nicht mich zu sehr drin vertiefen. Ich finde einfach, dass beim 1. FC Köln einfach, ja, dass wir uns vielleicht ein bisschen was mit einem besseren, ja, dass wir uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben sollten, um es mal so auszudrücken. Ich will es aber auch hier natürlich jetzt nicht auf einzelne Leute draufkloppen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Die Verantwortlichen sind klar und jetzt hier auf irgendwelche Abteilungsleiter drauf zu ballern, das haben wir beim Thema Öffentlichkeit und Fanarbeit zwar gemacht, aber da wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr in die einzelnen Abteilungen jetzt auch reinschieben. Das gehört sich ja auch irgendwann nicht mehr. Da hoffe ich aber schon, dass dieser Strukturenwechsel auch weiter vorangebracht wird. Also ich erwarte da auch weiterhin Ergebnisse. Ja, glaube ich, können wir so unterschreiben. Marco, hast du noch Gesprächsanlässe?
Ich überlege gerade, nee, also wie gesagt, ich glaube, wir haben sehr, sehr vieles beleuchtet. Ich glaube halt, der FC ist halt in so einer Phase, die wichtig ist, die man jetzt angehen muss und wo man halt auch aufpassen muss, in welche Richtung der FC unterwegs ist. Und demnach finde ich es auch immer gut, dass da Leute dabei sind, wie die aktive Fanszene, die sich auch da darum Sorgen machen, dass, ich sag mal, wir sind ja ein mit unserem kleinen Podcast ja, ich sag mal, ein Sprachrohr, nicht der aktiven Fanszene, sondern einfach der Leute, die sich das angucken und auch bewerten und auch Fragen stellen. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir, also die Leute, die es hinterfragen, so als die großen Nestbeschmutzer angesehen werden. Das ist, das finde ich manchmal sehr skurril, aber ja, ich bin einfach gespannt, wohin der FC sich weiterentwickelt. Ja, sind wir alle, sowohl sportlich als auch auf der Führungsebene oder generell auf der strukturellen Ebene. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Shell, die aber einen ganz anderen Themenbereich anschneidet. Mhm. Geht jetzt so ein bisschen ins, ich sag mal, privateren Anführungsstrichen rein. Wie waren denn für dich die letzten 6 Monate ohne Stadion? Boah, ja, teilweise befreiend. Also auch mal ganz nett auf jeden Fall, aber es gab natürlich Situationen, hat es mich auch abgefuckt. Also es ist unterschiedlich, es war so ein Auf und Ab. Also ich meine, wir haben ja auch als sowohl als Fanszene als auch als Ultras haben wir ja trotzdem hier und da Sachen gemacht. Also heute karitativ wird es auch trotzdem noch stattfinden. Wir werden jetzt trotzdem für den Kindermittagstisch wieder Essen sammeln. Es gab hier und da immer mal wieder Spruchbänder zum Thema TV-Gelderverteilung, das letzte Mal auf jeden Fall. Also wir haben schon irgendwo auch die Zeit für uns genutzt und haben trotzdem Sachen gemacht, die man machen konnte. Natürlich immer in dem entsprechenden Rahmen. Und von daher, also gerade in der Woche hat sich gar nicht so viel geändert. Da hatte ich immer noch ausreichend Termine auch mit der ganzen Sache gehabt. Und klar, jetzt mal ein bisschen was ohne Fußball am Wochenende war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Könnte aber jetzt durchaus jetzt irgendwann mal im nächsten Jahr, wer weiß das schon, wann das jetzt der Fall ist, könnte es dann aber auch mal wieder losgehen, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Absolut. Wann würdest du wieder ins Stadion zurückkehren? Das ist für uns klar. Wir gehen erst dann wieder ins Stadion, wenn es mit einer Vollauslastung und ohne Auflagen möglich ist. Das haben wir aber auch schon kommuniziert. Das ist für uns auch gar nicht anders möglich. Also das ist kein Boykott, das liegt einfach nur in der Natur der Sache. Also Team alle oder keiner? Ja, genau. So, um es jetzt mal so auszudrücken, ja, aber bei uns ist es ja so, dass wir, ne, ist ja jetzt nicht so, dass wir nur 5 Leute haben. Also ich könnte jetzt niemals es über das Herz bringen, zu selektieren und jetzt sage so, ihr habt 150 Karten, die dürft ihr jetzt verteilen für, ich sage jetzt mal eine Zahl, 300 Leuten. Dann muss die Hälfte draußen bleiben. Das mache ich nicht. Das geht nicht. Das entspricht nicht unserer Natur und das entspricht auch nicht dem Stadionerlebnis, wofür wir uns ja noch jahrelang gerade gemacht haben, das muss man so auszudrücken. Also für die aktuelle Situation kann keiner etwas, das haben wir auch gesagt. Und wir sind der Hoffnung, dass es irgendwann auch mal wieder mit Vollauslastung und ohne Auflagen, vor allen Dingen ohne die personalisierte Tickets oder diesen ganzen Scheiß, dass wir dann auch wieder ins Stadion gehen können. Und vorher wird das nicht passieren. Also das ist ein ganz klares Statement und das sieht sowohl die Kölner aktive Fanszene als auch viele andere Fanszenen so und können wir mit umgehen mit der Situation, um es mal so auszudrücken. Glaubst du denn, dass diese personalisierten Tickets jetzt nicht quasi durch die Hintertür eingeführt worden sind, als neuer Standard? Ich würde es nicht ausschließen, aber ich bin immer, sagen wir mal, also ich würde es wirklich nicht ausschließen wollen. Uns wurde gesagt, nein, das hat nur was mit der aktuellen Situation zu tun. Und ich bin ja jemand, ich glaube an das Gute im Menschen und an der Aussage hänge ich mich und dann ist das halt auch erstmal so. Und wenn man uns dann mal wieder angelogen hat, dann
zitiere ich die Fanszenen Deutschlands seinerzeit, dann wird man von uns hören. Kann ich mir vorstellen. Apropos von euch hören, ich war ein bisschen überrascht, dass zumindest wäre es nicht bis zu mir durchgedrungen, in dieser langen Sieglos-Serie von euch keine irgendwie medial aufmerksame Aktion gekommen ist. War jetzt zum Beispiel auch Schalke ein bisschen anders. Ihr habt da, glaube ich, relativ die Füße stillgehalten, oder? Das ist nur mein Eindruck aus der Ferne. Ja, also da zieht das so ein bisschen was ab, was ich zum Thema Mannschaft gesagt habe. Auch das Thema Gehaltsverzicht. Es ist sicherlich so, also ich zum Beispiel gucke jetzt aktuell die Spiele. Es gibt aber auch sowohl in meiner als auch in den anderen Gruppen auch Leute, die gucken die Spiele immer noch nicht. Die lehnen dieses ganze aktuelle Konstrukt am Profifußballgeschehen einfach komplett ab. Die sind da auch wirklich straight drin. Ziehe ich den Hut vor. Ich bin da ein bisschen was inkonsequenter. Es ist halt momentan extrem schwer, da wirklich so eine einhellige Meinung zu finden, da jetzt dann aufzulaufen und der Mannschaft jetzt im Beispiel Schalke jetzt eine ähnliche Ansage zu machen. Es gab aber, das muss man dazu sagen, schon die ein oder andere Idee. Man hat es dann am Ende des Tages dann aber doch nicht durchgeführt. Einerseits, weil man nicht wirklich wusste, ob man da überhaupt mit einer gemeinsamen Stärke spricht, wie man es sonst mit der Fanszene des 1. FC Köln tut. Also ob man überhaupt dafür alle Mitglieder sprechen kann. Und andererseits war es dann aber auch immer Corona-bedingt, dass wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt aktuell nicht machen. Aber ich sage jetzt mal so, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Also vielleicht haben wir irgendwann Bock und machen irgendwas. Vielleicht machen wir es morgen, vielleicht machen wir es übermorgen, vielleicht in 10 Monaten. Das kommt doch immer darauf an, mit welchem Ansatz wir da an die Sache rangehen. Also Schalke ist da sicherlich eine andere Situation, wie jetzt bei uns beispielsweise in Köln. Was ihr wohl eher nicht tun werdet, ist mit der Boombox vorm Stadion stehen und Spende abzuspielen. Nein. Aber ich glaube, da hast du auch eine dezidierte Meinung zu dem Thema. Ja, das ist absoluter Käse. Also ich meine, die Jungs, die das gemacht haben, die sind da bestimmt mit der Intention daran gegangen, die Mannschaft zu unterstützen, aber also jetzt mal ganz ernsthaft, also ich meine, wer der Ansicht ist, damit die Mannschaft zu unterstützen, der denkt auch, dass er einen Orgasmus bekommt, wenn jemand anderes seine Frau vögelt. Also das ist für mich irgendwo absolut nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die Jungs, das ist halt auch wieder so ein Ding. Also ich würde denen jetzt keine Ansage machen wollen, das ist ja Quatsch, ne? Aber ich bin auch gespannt. Sonntags mit der Boombox, wenn wir das gemacht hätten, ich glaube, wir hätten innerhalb von 2 Minuten das Ordnungsamt am Hals gehabt. Aber unabhängig davon, war ja auch sonntags gewesen. Ne? Macht das mal in Junkersdorf oder in Müngersdorf. Ach du Scheiße. Also, dass er eigentlich mittlerweile nicht mehr im Vorgarten pinkeln. Also, da sind die Nachbarn ja relativ sensibel geworden, was uns FC-Fans anbelangt. Aber unabhängig davon, ich glaube, die Jungs wussten halt nicht, was sie da wirklich machen, weil. Also es gab natürlich Ideen, nicht bei uns, sondern das war aus einer anderen Quelle, innerhalb aus dem Geistbockheim, ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte der Geisterspiele, halt auch diese ganze durch die Anlage abzuspielen. Also Fangesänge durch die Anlage abzuspielen. Und Worten, ich glaube ich auch schon mal hier in diesem Podcast gesagt habe, Fans zu ersetzen. Das klappt einfach nicht. Und wenn man das macht, dann wirkt das einfach peinlich. Die Situation ist so, wie sie ist. Die ist scheiße, da hat keiner Bock. Und gerade Spiele überhaupt in dieser Situation spielen kann und Tests und so weiter. Gibt es viele Ansichten, da will ich gar nicht mich vertiefen. Aber wenn man in der Geschichte drin ist, dann tue ich mich extrem schwer damit, Fans irgendwie ersetzen zu wollen. Das war bei der sogenannten Geister-Kurio auf der Osttribüne der Fall. Das ist ganz, ganz schlimm. Das fand ich auch letzte Woche, glaube ich, gegen Union gewesen, als da 3 Jungs sich gedankenlos an die Sache rangegeben haben und Geld haben. Also ich meine, wenn sie wenigstens irgendwas die Hauptgesänge abgespielt hätten, dann hätte ich ja vielleicht noch drüber oder jetzt eher bei Wolfsburg gibt's da so Fangesänge gegen Schmatt, das kann man vielleicht mal 2 Minuten machen. Also jetzt mal ganz ernsthaft, das ist ja scheiße. Weil man weiß gar nicht, dass man der Fankultur da mit dem Nagel in den reinschlägt. Weil es gibt ja diese Ideen von vielen Leuten,
das, was wir auf den Stehplätzen veranstalten, scheiße finden. Und die das halt alles nicht wollen. Und die dann natürlich dann noch, so genauso wie ein Sky Reporter, da dann sagen so, ah, wie toll, und die gucken ja auch Sky, irgendwo dieses künstliche, dieses Produkt und diese ganze Maschinerie noch auch noch voranzubringen. Und wenn das auch noch von Fanseite kommt, da finde ich das schon irgendwo extremst schade. Und ich glaube, die Jungs, die wussten da gar nicht, was sie da veranstaltet haben. Genau. Ich wette, wir könnten noch Stunden und Stunden mit dir quatschen. Problem ist, die Verbindungsqualität wird gerade sehr schlecht und ich habe nur noch jeden zweiten Satz verstehen können. Ich hoffe, es ist mit der Aufnahme ein bisschen besser. Das kannst du nichts für. Es wird an Kabel Deutschland oder sonst wem liegen oder Vodafone oder so. Deswegen glaube ich, ist hier ein guter Punkt gekommen, jetzt die Aufnahme zu beenden. Außer es sei denn, irgendwer von euch hat noch irgendwas, was er unbedingt noch loswerden möchte. Nö, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Genau, ich hoffe, dass die Aufnahme dann reiner klingt, als bei mir jetzt das im Kopfhörer klang. Stefan Schell, vielen Dank, dass du da gewesen bist bei uns und dir die ganze Zeit genommen hast. Du bist auch sehr spontan eingesprungen, darf ich hier verraten an dieser Stelle. Also wirklich vielen lieben Dank, dass du da warst und wie immer gerne wieder. Und ich bedanke mich auch bei dir, Marco, dass du da gewesen bist und wie immer hier stets und treu an der Seite geblieben bist. Ja, mit einem Sieg spricht sich's ja leichter. Das ist richtig. Wir enden auch dann gleich mit Europapokalhymnen. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben den Adventskalender gestartet. Je nachdem, wann ihr das hier hört, ist entweder schon Türchen 1 erschienen oder wird noch erscheinen. Ab jetzt gibt es jeden Tag eine kleine Mini-Mini-Folge trotzdem hier. Jedes Türchen ein Spieler vom 1. FC Köln. Hört rein, lasst uns gerne Feedback da. Liked, shared, retweetet. Helft dem Podcast ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Und dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich danke euch beiden. Wir sind trotzdem hier und wir sind raus.